Oh, oh, oh. Das geht hier niemand raus. Der guckt so komisch. Sass. Warum läufst du so langsam über den Flur? Warum? Da versteckt er sich. Da versteckt er sich. Da versteckt er sich. Hallöchen! Hi! Hey Leute! Hallo! Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Filmier-Kanal! Leute, heute gibt es wieder eine was, René? Eine Among Us-Challenge? Ja, in Real Life. Und heute haben wir ja etwas Kleines Besonderes. Und zwar könnt ihr diesmal hier keine Zettel finden. Das hat einen besonderen Grund. Der Felix, der kann heute nicht mitspielen. Der hat euch aber höchstwahrscheinlich schon eine WhatsApp geschickt. Yes. Und zwar ist das die WhatsApp Among Us Challenge. Wir kriegen unsere Rollen über WhatsApp mitgeteilt. Das heißt, WhatsApp sagt uns, was wir heute in Among Us sind. Entweder Imposter oder Crewmate. Habt ihr schon alle eure WhatsApp-Nachrichten geprüft? Ja. Habt ihr schon eure Rollen bekommen? Ja. Gut, ich habe eine Rolle auch schon bekommen. Wir zeigen dann, wenn wir rausgevotet worden sind, einmal kurz das Handy. Ne, dann, damit es auch sozusagen verifiziert ist. Die Tasks bleiben die gleichen wie beim letzten Mal. Wir haben zwei Obis, einmal bei Danja, einmal bei mir da drüben im Studio. Und dann gibt es im Chaos-Studio, ganz dabei, ganz hinten. Ich biete die Kamera einfach auf die blaue Wand. Ja, damit die Leute wissen, da hinten ist es. Gibt es auch nochmal eine Task. Diesmal sind es Matheaufgaben, die in der richtigen Reihenfolge sortiert werden müssen. Die sind auch nicht schwer, weil die habe ich vorbereitet. Ja. Gut, okay. Ich nehme eine Kamera mit und wer möchte die zweite mitnehmen? Ich. Gut, das heißt, ab sofort ist Ruhe. Außer die, die die Kamera haben. Die Räume sind auch die gleichen geblieben, ne? Also wir können auch wieder DIY, nur dass ihr Bescheid wisst. Und auch bei Claudio und Studio. Der ist heute aber nicht da. Ich mache mich mal direkt an die Matheaufgaben, weil ich habe das Gefühl, von allen anderen bis auf Eva könnte es hier keiner schaffen. Deswegen versuche ich es jetzt mal. Und alle sind wieder hinter mir her. Na, das sieht nicht gut aus. Es sieht echt nicht gut aus. Schlüssel? Wir sind da und ich sehe die Aufgaben. Also wir haben 3x3 ist 9. 50 mal 7, 50 durch, 15 durch 5 ist 3. Das heißt, es kann hier vorne hin. Dann kommt die 9. Dann haben wir als nächstes, das ist 31, 49, 20 durch 4 sind 5. Ich überlege, ob ich mal nachschauen gehen sollte, aber das Problem ist, die Einzigen, die halt hier Obis machen können, sind Kahn und ich. Obwohl René das eigentlich auch können sollte, mittlerweile mal. 6 mal 8 sind 42, ne? Ja. Bianca ist jetzt auch da und 2 mal 6 ist 12. Das würde hier hinkommen. Doch, die Matheaufgabe ist gelöst. 3, 5, 9, 12, 31, 40, 42, 49, 48, warte, doch 48, Entschuldigung, ja, und hier 49. Damit ist die erste Task gemacht und die beiden laufen schon wieder zusammen. Beim letzten Mal sind sie auch schon zusammen rumgelaufen. Das ist mir ein bisschen sass. René macht... Geh mal zu Danja kurz und gucke, was da so los ist. Ich glaube, René ist es, weil er die Aufgaben, die Obi verkürzt er gerade. Der kann das halt nicht schneller. Aber wir schauen mal, ob er Danja. Wie? Fertig? Ey, Leute. Mann, ey. Leute, könnt ihr auch mal zwischendurch aufstehen? Du hast alle erwischt. Ja, bis auf Danja wahrscheinlich. Ja, ja, aber dann ist vorbei. Ey, ihr seid so schlecht, ne? Könnt ihr mal von eurer Tat zwischendurch aufstehen? Aber hast du den Kill-Cooldown? Gut. Ja, vorbei. Weil ihr wieder gar nicht aufsteht. Ihr bleibt die ganze Zeit an der Task. Du und René. Ja. Ja. Danke nochmal. Ja, gerne. Besonders an euch beide hier. Entschuldigung? Ja, aber ihr bleibt die ganze Zeit sitzen. Steht doch zwischendurch mal auf. Ich würde mal sagen, für die nächste Runde... Stopp. Für die nächste Runde steht mal bitte zwischendurch bei den Task auf.
Ja, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Als ich das gemacht habe, da hieß es dann, schon sass, weil du hättest... Ja gut, aber damit muss man rechnen. Besonders du, ey. Okay. Weil ich dachte, du wärst es, weil du bei der Obi ziemlich lange gebraucht hast. Du warst erstmal Level 2 oder so. Ja, deswegen muss ich halt auch... Nun gut, okay, zweite Runde. Okay, ich habe meine Nachricht schon bekommen. Ja. Du auch? Ja. Nee. Du auch? Ich hab... Okay, wahrscheinlich ist Felix gerade dabei, euch zu schreiben. René, du kannst gerne eine Kamera mitnehmen. Ja. Und... Ich will auch eine mitnehmen. Ja, könnt ihr auch eine mit? Okay, ich hab's auch. So, und ich bitte euch, vor dem Start der Runde, kommt mal zwischendurch von euren Tasks auch, steht mal bitte auf. Bitte. Dann fass mich aber nicht dafür. Hast du die Tasks? Ich mach die Tasks einmal kurz neu, ja. Ne, wenn ich da, ich schreie immer von hinten. Okay? Und hier einmal die Obi neu starten. Okay? Okidoki. Der guckt so komisch. Sass. Nein, ich traue mich eigentlich nicht an dir vorbeizulaufen. Danke, Eva, wartest du auf mich? Ich warte auf dich. Wer weiß, wer weiß. Ich hab mal lieber Abstand. Ich bin hier auf dem Flur gegangen, das ist sicher. Jetzt gehen sie alle hier nach hinten. Okay, ich gehe jetzt einfach mal zu Tars, Kinder. Der sitzt da auch schon wieder. Ohne Mucks. Ich finde Eva sehr verdächtig. Ein komisches Gefühl. Was ist los? Ich geh jetzt spielen. So, wir schauen mal weiter. Ich glaube, wir gehen mal ins... Eva ist jetzt hier. Ich glaube, dann gehen wir mal ins DIY-Studio, wenn er nicht Kahn ist. Ich hab's gewusst. Was wird das? Was wird das? Ja, also ich habe Bianca gefunden hinten im Chaos-Studio. Mhm. Und René habe ich vorher an der Tür vorbeigehen sehen. Er war als letztes da. Kahn war vorher noch da. Also ich denke, Kahn war es nicht. Ich denke, dass René da sehr verdächtig ist. Ja, ich war und da. Und ich habe da vorher das Spiel gemacht, was ich nicht gekonnt habe. Da waren irgendwie Zähne und so. Ja, also es stimmt auf jeden Fall nicht. Ich war da, aber ich bin danach auch direkt wieder zurückgelaufen. Und da hat Bianca noch die Aufgaben gemacht. Deswegen bin ich mir eigentlich relativ sicher, also du bist es auf jeden Fall nicht. Stimmt. Du kannst es eigentlich auch nicht gewesen sein, weil du relativ schnell dann... Ja, guck mal, wie er grinst, er könnte es auch gewesen sein, ja, aber... Ja, am Ende kann es jeder gewesen sein, ich natürlich auch, klar. Aber ich glaube am ehesten, dass es Self-Report ist. Weil du warst, nachdem ich da weggegangen bin, als Alleinige noch in der Ecke. Und ich habe ja vorher gesehen, dass Bianca gelebt hat. Deswegen bin ich mir sehr, sehr sicher, dass du... Ja gut, dein Wort steht gegen meins. Ja, das stimmt. Das ist das Einzige. Ja. Okay, also... Warum kann es Kahn nicht sein? Nochmal eine Frage. Nein, ich kann es nicht sein. Außer dann würde René ihn schützen. Also ich kann es nicht sein, weil René kann mir ein Alibi geben. Weil als ich von Bianca weggegangen bin, war Bianca am Leben und dann ist René reingegangen. Ja, also das Fenster, das waren vielleicht ein paar Sekunden, wo du hättest wieder zurück ins Chaos. Ich habe da noch einige Zeit gesessen. Ich bin da ja rumgelaufen. Ja, aber René ist ja gekommen. Also René muss mich ja gesehen haben. Ja, ja, deswegen, ich glaube euch, dass du es warst, sonst wird René dich schützen, dann hätten wir zwei Imposter. Also ich glaube... Ja, haben wir ja nicht. Haben wir nicht? Es gibt nur einen Imposter. Sicher? Ja, es gibt nur einen Imposter. Also ich glaube sehr, sehr sicher, du hast ja gesehen, wie ich dann zurückgelaufen bin. Und dann wusstest du, okay, das Chaos-Studio ist komplett alleine, also außer Bianca natürlich. Und das war halt die Gelegenheit. Also Daniel, ich kann dir ja mal kurz berichten. Also die beiden sind auf jeden Fall, einer von den beiden ist es. Mhm. Safe, das kann ich dir zu 100% sagen. Das stimmt. Warum ich René ein bisschen kurz ausschließe, war, ich habe hinter der Tür bei DIY gewartet. Er hat mich gesehen, hat aber nichts gemacht. Hat er dich denn gesehen? Ja, er hat mich gesehen. Ja, er dachte, was los ist, er hat mich gesehen. Ich dachte eigentlich auch, dass du es dann safe. Ja, aber ich muss halt sagen, es kann halt auch sein, dass er seinen Kill-Cooldown gerade noch abgewartet hat. Oder vielleicht das auch klug gemacht hat in dieser Runde, dass er eine erwischt hat, ne? Ja. Und dann, abgewartet hat. Ja. Also, klar, kann natürlich sein, aber... Ich war ein bisschen komisch, dass René direkt am Anfang so Angst vor mir hatte.
Das ist sehr, sehr auffällig vor mir weggelaufen. Ja, müsste ich ja nicht, wenn ich Imposter wäre, oder? Nein. Ja, aber gut, das kann ja eine Taktik sein, ne? Boah, schwierig. Ich find's richtig schwierig. Wollen wir voten? Ja, also für mich ist es klar. Okay. René. Also, sorry. René. René? René, sag was! Ich hab Eva schon gesagt. Ich möchte noch eine Runde. Eva. Okay. Okay, für mich ist es eigentlich klar, das kann nur Eva sein. Also, ich hab's natürlich nicht gesehen, aber das muss eigentlich Eva sein. Deswegen halte ich jetzt erstmal Abstand von der. Es ist schade, dass es hier keine Task mehr gibt. Ich wäre eigentlich dafür, dass es noch eine Task im DIY-Studio gibt. Warum läufst du so langsam über den Flur? Warum? Und wo ist René? Wo ist René? Sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam. Hier wird keine Task gemacht. Hier ist jemand fleißig. Hat Bianca gut vorgearbeitet? Mm-mm. Nein? Wir schauen mal nach, was draußen so losgeht. 40, ja, das kann ich so bestätigen, das ist richtig. Eigentlich müssen die jetzt hier alle rumlaufen. Da läuft Kahn auf jeden Fall schon rum. Und da ist auch Eva. Du weißt ganz genau, was du hier abziehst. Oh, tu's ruhig. Nee. Frech ist er, ganz frech ist er. Er traut sich nur nicht. Weihnachtsgeschenke ein, das ist sehr schön. Ich spiele es jetzt mal zu Ende, ich gehe jetzt noch zu Kahn. Das war so klar. Ich spiele mir alle sehr gute Runden. Ich habe schon gewonnen. Ja. Wo ist er? Och Mann. Ja, aber die sind beide. Dead Buddy. Ja, ich hab das heißt, schon. Das heißt zwei Dead Buddies. Ach so, du hast schon beide erwischt. Ja, ich hab dich gesucht. Sorry. Ja, ich hätte Tanja, es beenden. Applaus wieder. Du musstest es dann aufnehmen. Ja, warum wärst du wieder die ganze Zeit bei deiner Task? Hallo, ich war doch nicht lange da. Ich bin erst hier auf dem Gang hin und her gelaufen. Nein, bist du nicht. Du warst die ganze Zeit bei deiner Task. So ein Käse. Unglaublich. So, kannst du mal einmal dich auf... Nein, was gruselig ist, ich wusste es von Anfang an. Ich habe noch am Anfang gesagt, ich glaube, es ist Eva. Und dann kommt Eva und macht Bang. Ehrlich, Daniel, du bist so frustrierend bei diesem Spiel. Ich glaube, du hast dich als erstes erwischt, ne? Ja. René hat sich dann in der Ecke von dir... Ja, aber ich hab's dir nicht gemacht. Du bist die ganze Zeit bei deiner Task. Ja, weil ich tot war. Ja, aber... Komm. Okay, wir haben unsere Rollen. Ja. Yep. Gut, Bianca, du kannst vielleicht die Matheaufgabe noch mal kurz resetten. Ach so, stimmt. Ist, ich bin auch nicht fertig geworden. Ja, haben wir gesehen. Okay, dann geh du erstmal vor und wir starten jetzt. Gehen alle? Dann gehe ich mit. Wenn jemand hier geblieben wäre, wäre ich auch hier geblieben. Hm? Was? Na, wir müssen alle aufpassen, dass niemand irgendwelchen Unsinn macht. Einfach Unsinn machen. René macht bestimmt den größten Unsinn. Sehr sass, sehr sass. Ich bin der Boss. Ist das normal, was er hier tut? Sollte das so aussehen? Ob René normal ist, weiß ich nicht, aber ich mache jetzt keine Task in der Runde. Oh. Ich laufe jetzt einfach mal rum. Kannst du überprüfen, wenn ich die mache? Ja, mache ich. So.
Ich schaue aber lieber trotzdem noch mal, was bei den anderen geht, bevor ich jetzt wieder hier einen Dead Buddy finde. Nee, ich bin auch im Foster. Aha, guck mal, wer da ist. Bianca also. Wir können, lass es uns so ausspielen, du bist. Lass uns so ausspielen, du bist. Ich leg mich hier hin. Hier ist die Kamera. Okay, hier ist soweit alles safe. Wir dachten gerade, das ist... Zu Ende! Gewonnen! Geht aber gar nicht. Doch. Weil ich bin Imposter. Alle sind, glaube ich, Imposter. Echt jetzt? Ja. Ja, alle. Ich glaube, da hat uns Felix ein bisschen geprankt. Aber war René jetzt ein Imposter? Ja, wir waren alle Imposter. Ja, wir waren alle Imposter. Ja. Ah, Felix. Ah. Deswegen habe ich auch keine Nachricht bekommen, weil die letzte Nachricht, die er mir geschickt hat, Imposter war. Ja, ich habe mich schon gewundert. Ich so, schon wieder Imposter? Deswegen habe ich auch so geguckt, wie ich gerade geguckt habe. Aber warum hast du dich hingesetzt? War faul. Gut, okay, ja, okay, war witzig. Danke, Felix. Und wir machen eine vierte Runde. Habt ihr alle eure WhatsApp-Nachrichten ja. bekommen? Ja. Gut, dann starten wir doch. Oh, oh, oh. Das geht hier niemand raus. Merkwürdig. Warum macht Karin die Tür zu? Das ist natürlich nicht dumm, weil wenn er zuerst Eva erwischt und dann wartet, dann kriegt er dann drüben nichts mit. Versucht es erst gar nicht. Also wer mich heute erwischt, ne, der ist ganz klar, der sollte direkt entlarvt werden. Ich werde keine Task machen heute, ich werde alle nur beobachten. Toll. Sollte passen. Alles richtig, ich bestätige das. Hm. Ich gehe mal lieber. Nicht so riskant hier. Ihr dürft nicht reden. Ihr dürft alle nicht reden. Nur Bianca. Ich würde jetzt mal Emergency Call. Geht eigentlich nur dahinter, was du hier. Wo? Am Tisch schon mal Emergency. Ja, ich habe ja gerufen. Emergency Call. Du musst am Tisch sein. Es gibt, du musst an einem Ort, kannst du das Emergency Meeting ausrufen. Aber ist okay. Alle noch dabei. Große Runde. Okay, gut. Bianca, du hast das Emergency Meeting ausgerufen. Ja. Wieso? Ich fand es sehr merkwürdig. Ich habe ja hinten meine Task gemacht, meine Rechenaufgabe. Und Eva kam dann und hat mir kurz geholfen und hat auch geguckt. Und dann stand Danja an der Tür und hat ganz merkwürdig geguckt.
So. Ja, ich glaube, dass sie heute, ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, sie übernimmt heute den Creepy-Teil von Claudio, weil er nicht da ist. Nee, aber es sah halt so aus, als würde sie halt, ne, als hätte sie geguckt, okay, wen könnte ich jetzt, ne? Und dann standen wir halt zu zweit da und dann kam René und dann kamst du. Und ich fand es einfach verdächtig, vor allem, weil sie erst hier hingegangen ist. Ich möchte jetzt ja, mal kurz einwerfen, dass ich vorhin gesagt habe, wenn ich keine Tasks mache, dann werde ich dafür gesasst. Und was passiert? Ja, und nee, ich stand da hinten und verdächtigen. Okay, gut. Ich möchte keinen verdächtigen. René, was ist bisher deine Meinung zu der Runde? Nicht viel, weil ich nicht viel gesehen habe. Was hast du denn gemacht? René, das macht dich extrem verdächtig. Sass! Nein, ich habe die Roblox-Task gemacht in deinem Studio. Und da habe ich nicht viel gesehen. Hat dir jemand erlaubt, da reinzugehen? Ich mir. Wow! Und deswegen habe ich jetzt keine Tendenz und deswegen würde ich wahrscheinlich auch skippen. Ja, also skippen würde ich diese Runde nicht. Zwar verdächtigt Danja mich, aber ich muss ganz klar um Bianca gehen diese Runde. Weil sie hat das Emergency-Meeting ausgerufen und davor hat sie sich aufgeregt, dass alle an einem Ort sind, ne, und sie wahrscheinlich einfach keinen Kill machen kann. Und sie hat auch gesagt, es ist ein bisschen zu riskant hier. Wann habe ich das denn gesagt? Ja, also ich würde einfach... Ich habe zu René noch gesagt, dass ich das sehr verdächtig fand, weil du hier drin geblieben bist. Also ich habe keine Ahnung, ob du es bist, aber einfach um die Runde ein bisschen voranzubringen, ich sage Voting Bianca. Okay. Ja, ich nehme Danja. Skip. Ich weiß nicht, ob Khan oder Bianca. Ja, du musst dich entscheiden. Bianca. Ja, dann ist es ja schon entschieden, ne? Also ob ich skippe oder nicht will, ist ja egal. Doch, wenn du skippst, dann 2-2. Also sie hat ja Danja gewählt. Sie hat geskippt. Du kannst jetzt skippen. Danja oder Bianca. Oder mich. Oder Hey, lass mich nur kurz überlegen. Oder Eva. Nein! Dass du auch direkt am Anfang ins Chaos-Studio gegangen bist, wo eigentlich immer der beste Ort ist, um jemanden zu erwischen, das macht eigentlich schon Sinn. Ich habe extra noch in dem Moment, das hat so eigentlich mithören müssen, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt diese Rechenaufgabe, weil das andere kann ich nicht. Also ich finde, der beste Ort, um jemanden zu erwischen, ist das DIY-Studio, weil da niemand reingeht und der... Genau, aber du bist ja in der Mitte und kannst immer gesehen werden, wenn du da reingehst. Ja, ja, da muss man halt gucken, dass... Also, okay, René, 3, 2, 1. Ich warte Bianca. Gut, Bianca, dann zeig mal deine Nachricht. Vor allem frage ich mich, warum ich... Ja, ich war's tatsächlich. Ja! Ich wusste es! Ich wollte einfach mal eine Diskussion machen. Ich hätte jetzt echt nur gerechnet damit, dass ihr mich wählt. Weil doch. Ich dachte nicht, dass ich mich verdächtig gemacht habe. Doch, du hast dich verdächtig gemacht, weil du hast dich kurz aufgeregt, dass halt alle an einem Ort sind. Und das macht einen, finde ich, immer sehr, sehr sass. Und du hast dich darüber aufgeregt, dass du hast gesagt, ihr dürft alle nicht reden. Ja, aber das sage ich immer. Das habe ich auch gesagt, weil ich Crewmate bin. Ja, aber es war einfach zu verdächtig. Du hast die Task gemacht, weil du hast mich gesehen und erst dann hast du das Emergency Meeting aus... Also, nee, doch. Du hast mich gesehen und dann hast du auf einmal, waren wir wieder alle zusammen. Aber insgesamt waren wir das halt viel zu alles sass. Alles gut, ihr habt recht. Leute, das war sie, die WhatsApp Among Us Challenge im Real Life. Ich bin in letzter Zeit nur noch Imposter, habe ich noch festgestellt. Ja, aber heute waren die ersten zwei Imposter-Runden erfolgreich. Ja, sehr gut gemacht. Dritte war auch erfolgreich, weil alle Imposter waren. Wie viel, wer hat eigentlich da jemanden erwischt in der Runde? Ich? Du hattest... Ja, gut, ich habe René erwischt, aber René war auch Imposter. Ja, ich ja auch. Also ihr hattet beide einen, okay. Ja. Das war ein Abklatschen untereinander. Ja. Ja. Leute, wenn es euch Spaß gemacht hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ich liebe mein Kamillentee, muss ich sagen. Sag doch dein Kamillentee mal ordentlich. Das ist... Ja, du schlürfst immer so. Einen Tee kann man nur so trinken. Wie dem auch sei, was hast du denn heute vor? Wie lange gehen deine Termine heute? Bestimmt bis 18 Uhr ungefähr. Wegen dem Kredit war das jetzt, ne? Ja, genau. Okay. Was hast du heute? Ich muss jetzt zu den zwei Häusern. Da wollten die ja irgendwie neue Pläne noch mal raushauen und... die müssen da auch schon längst fertig sein. Ja, gut, aber als Architekt von diesem Projekt muss ich das halt auch irgendwie hinbekommen. Wie sieht's denn jetzt mit Selina heute Abend eigentlich aus? Selina, die ist doch heute nicht da. Wie? Ja, sie muss doch zur Schule heute. Ja, aber ich habe ihr versprochen, dass sie zu Susi gehen darf, weil die machen irgendwie ein Referat oder sowas. Okay. Und danach kommt sie hoffentlich nach Hause, ne? Ja, die wollen heute noch was essen gehen. Ich habe ihr gesagt, das ist okay. Ja, ich habe ihr ein bisschen Taschengeld mitgegeben. Es ist nicht Wochenende. Sie kann ganz bestimmt nicht zu spät nach Hause kommen. Aber sie hat doch Sinn. Mir hat sie auch gar nichts gesagt. Also als Vater würde ich das schon ganz gerne wissen, ne? Ja, aber ich habe dir doch gesagt...
Wir müssen auch mal zusammenhalten. Wenn ich es dir erlaubt habe, dann... Ich frage sie nochmal, ist das in Ordnung für dich als Mutter? Ist das in Ordnung, wenn ich als Vater nochmal ja, frage? Ja, aber rede bitte ordentlich mit ihr. Du weißt, wie sie momentan ist. Sie ist echt ein bisschen zickig. Ja und? Das interessiert mich doch nicht. Wenn sie was klären möchte, dann mit mir. Also jetzt machst du mir meinen Tee schon fast kaputt. Also... Ich bin dann weg, der Bus kommt gleich, ne? Ihr wisst Bescheid, auch wegen heute Abend und so? Nee, da weiß ich gar nichts vom Bescheid. Das hat mir deine Mutter gerade erzählt. Ha? Ja, Selina, dein Vater möchte nochmal mit dir sprechen wegen ja, heute. Ja, aber sowas von. Papa, jetzt mal ernsthaft. Ich habe das doch mit Mama schon geklärt. Wir machen heute das Referat für die Schule und danach gehen wir noch was essen. Und ich weiß auch, dass kein Wochenende ist, also ich darf nicht zu spät nach Hause kommen. Baba, ich kenne deine Regeln. Ach, Selina, bitte hörst du das? Nicht in hörst dem du Ton. Das? Ja, das hat sie von dir. Ja, gut, kann sein. Selina, kurze Frage. Liebes, mit wem bist du denn unterwegs heute? Ne? Würde mich schon interessieren, mit wem meine Tochter heute Abend essen gehen möchte. Ha? Ich weiß ja von nichts. Das habe ich Mama doch schon gesagt. Mit Susi und dann wollten eventuell noch Sven und Vincent mitkommen. Ich weiß überhaupt nicht, warum das jetzt ein Problem ist. Ach so, Sven und Vincent. Aha. Davon wusste ich ja gar nichts wieder Bescheid. Ja. Gar nicht, ich weiß ja von gar nichts Bescheid. Du kennst, das sind korrekte Jungs und du hast sie doch selber eingeladen. Das sind wirklich ordentliche Jungs und das ist in Ordnung. Du hast sie doch selber schon kennengelernt. Ja, ist okay. Selina, ich sage dir, um Punkt 9 Uhr, spätestens 9 Uhr bist du zu Hause. Du musst morgen wieder zur Schule, damit das klar ist. Eine Minute nach 9, was passiert ja. dann? Was passiert dann? Deine Mutter kann es dir sagen. Ha? Hausarrest, ganz klar. Ja, also bitte sei pünktlich, Selina. Ja. Und pass bitte auf, ne, und zieh dir eine Jacke an. Und denk dran, Kamillentee noch zu kaufen, ne? Ja, ich weiß Bescheid. Ich denke auch an den Kamillentee. Ich hole eine XXL-Packung, weil bei dir reicht ja eine kleine nicht. Ich muss jetzt mit. Mann, ey, Papa ist so ein Kontrollfreak, dass er mir immer noch nicht vertraut. Ich bin doch keine 12 mehr. Also, da bin ich jetzt mal gespannt, was heute bei Selina so los ist. Vertrau deiner Tochter. Oh, ich muss los. Wir sehen uns dann heute Abend. Soll ich dich noch ablassen irgendwo? Nee, hol mich dann am besten 18 Uhr von der Arbeit bei der Bank ab. Ach, machst du eine Stunde länger heute? Ja, okay, genau. Alles klar. Dann sehen wir uns heute Abend. Ja, na? Bis nachher. Und, bis später. Ich kümmere mich ums Essen. Ja, bring bitte frisches Gemüse mit. Ja. Ja, hoffentlich kommt Selina heute pünktlich. Ich habe keine Lust auf Theater. Ist das schön? Ja, du immer mit deinem Tee. Ganz ja, natürlich, ich liebe meinen Kamillentee, das weißt du. Ich hätte da mal eine Frage. Wir haben jetzt 9:02. Ja, und eine Person ist natürlich noch nicht zu Hause. Ja, jetzt sei doch mal nicht so streng. Ich bin nicht streng. Ich habe hier klare Regeln aufgestellt. Um 9 Uhr sollte sie zu Hause sein. Sie muss morgen zur Schule. Und wer ist noch nicht da? Selina. Sie hat mir vor einer Stunde geschrieben, dass sie jetzt aufgegessen haben, dass sie gleich los sind. Vor einer Stunde? Wo ist sie denn? Am anderen Ende der Welt? Ich bin beim Italiener. Das habe ich dir doch gesagt. Jetzt vertrau deiner Tochter, sie wird pünktlich kommen. Ich rufe da sonst gleich beim Italiener selbst an. Ich kenne den. Ne? Ist ein guter Kollege von mir. 2 Minuten hat sie noch. Wir müssen auch mal wieder sowas hier kaufen. Das sieht so lecker aus. Wir haben gerade ganz andere Probleme, sage ich dir. Wir haben jetzt sogar 9:02 und sie ist immer noch nicht da. Also ich verstehe nicht, wie du da so locker sein kannst. Ja, weil ich aber unserer Tochter vertraue. Ich vertraue ihr ein bisschen. Guck doch mal. Also ich vertraue ihr ja, aber es ist gleich schon dunkel draußen. Ja, ich mache mir auch Sorgen. Gib mir noch 10 Minuten. Sie weiß, das ist die Toleranzgrenze. Wenn sie in 10 Minuten nicht da ist, rufen wir sie an. Ich warte noch 10 Minuten. Ja, und sonst dann ist vorbei. Vielleicht ist doch der Bus nicht gekommen, oder? Ja, klar. Das ist immer die gleiche Ausrede bei ihr. Ich warte jetzt noch 10 Minuten. Wenn nicht, dann gibt's hier richtig doll Ärger, sage ich dir. Ich werde hier noch ganz nervös. Ich bin schon ganz nervös. 10 Minuten sind schon um. Jetzt. Wo ist denn deine Tochter? Meine Tochter ist das ganz bestimmt nicht, sage ich dir. Jetzt beruhig dich und denk mal an dein Herz. Kannst du sie mal anrufen? Ja, ich ruf sie an. Vielleicht ist irgendwie der Bus oder so zu spät gekommen. Was ist denn jetzt? Ja, guck, da ist sie doch. Aha. Weißt du, wie spät es eigentlich ist, junge Dame? Weißt du, dass du viel zu spät heute bist? Da vertraue ich dir mal den ganzen Tag. Da kommst du direkt mal 12 Minuten zu spät. Nee, jetzt nicht, jetzt nicht. Jetzt rede ich hier. Also das geht absolut nicht. Und wo ist überhaupt deine Tasche? Mann, ja, sorry. Der Bus, der stand im Stau. Und meine Tasche habe ich jetzt bei Susi gelassen. Weil die bringt die morgen dann gleich mit in die Schule. Die hat nicht so einen weiten Weg. Selina, das nächste Mal gibst du einfach Bescheid und schreibst eine Nachricht. Du hättest doch Bescheid geben können. Wir hätten sie doch abholen können mit dem Auto. Du möchtest sie noch belohnen. Wir sollen sie abholen, weil sie zu spät ist. Das kommt ganz bestimmt nicht in Frage. Du weißt ganz genau, wann der Bus immer fährt und wann er hier ist. Stau, das zählt für mich nicht. Das ist wieder eine Ausrede von dir. Guck, sie lügt uns schon wieder an. Oh,
Hä, Papa, warum regst du dich denn so auf? Ich lüge euch überhaupt nicht an. Ich war nur ein paar Minuten zu spät. Du machst wieder so ein übelstes Drama aus 10 Minuten. Was soll denn das? Selina, nicht in dem Ton. Nee, ist schon in Ordnung. Ist schon in Ordnung. Ich kläre das. Junge Dame, du weißt, was die Konsequenzen hier bei uns im Haus sind, wenn man zu spät kommt. Ne? 2 Wochen bleibst du jetzt erstmal zu Hause. Du kommst direkt von der Schule immer nach Hause, damit das klar ist. Ruhe. Damit das klar ist, ne? Mama, kannst du dir mal was sagen? Ja, aber das nächste Mal gibst du Bescheid. Ja, du weißt doch, 2 Wochen ist schon echt viel. Lass doch, wenn sie morgen direkt nach der Schule heimkommt oder vielleicht 2 Tage, dann machst du morgen auch die Hausarbeit, dann macht sie morgen die Küche, alles. Ja, ich habe auch schon alle Hausaufgaben für die nächsten Tage erledigt. Das waren doch nur ein paar Minuten. Mach bitte nicht so ein Drama da draus. Ich mach daraus ein Drama. Ich mache hier ganz bestimmt kein Drama. Sowas von nicht. Ich bin einfach nur der Papa der Familie. Nicht mehr? Verstehst du? Ich versuche hier nur meine Rolle richtig zu machen. Wo ist mein Kamillentee? Siehst du, sie hat sogar den Kamillentee vergessen. Nee, so nicht. So kann man doch nicht mit dir reden. Ist mir okay. Dann kommst du morgen direkt nach der Schule nach Hause. Hast du keinen Hausarrest. So kann das nicht weitergehen. Nein. Du nicht! Selina, du gehst jetzt vielleicht erstmal in dein Zimmer, denkst nochmal drüber nach, ne? Mann, und morgen redest du nochmal mit deinem Vater. Kriege ich jetzt eine noch schlimmere Strafe oder was? Hab ich das selber noch selten so. Also, du kennst deinen Vater und so habe ich ihn lange nicht erlebt, ne? Also, wir werden es sehen. Morgen wird er nochmal mit dir reden. Geh jetzt bitte erstmal in dein Zimmer. Nicht in dem Ton! Habt ihr eigentlich mitbekommen, wie wir beide heißen? Komisch. Morgen, Kinder! Der Unterricht geht jetzt sofort los. Hefte raus! Bitte alle mitschreiben. Ja. In meinem Unterricht wird nicht gegessen. Ich muss mich aber dringend auf den Wettkampf vorbereiten. Das war nicht meins, das war von ihr. Also wirklich, ich muss mich dringend auf den Wettkampf Schluss vorbereiten. Schluss jetzt damit. Oh, Rambo, wow. Kinder, tut mir leid, ich bin ein bisschen zu spät. Wir fangen direkt an mit den Hausaufgaben. Wir schreiben heute keinen Test. Du brauchst hier keine Mauer aufbauen? Sie haben nichts gesehen, also... Die hat da Chips! Wenn wollen, und sie will nichts abgeben. Nein, danke. Sei doch nicht so glitzig. Nein! Jedes Mal hast du so viel mit, aber gibst nie was ab. So, wir wollen heute mal eine Gruppenarbeit machen. Also ihr könnt euch gleich mit einem Partner oder einer Partnerin eurer Wahl zusammentun. Entschuldigung, ich muss einmal ganz kurz. Ach, schon wieder zu spät? Wir haben schon was. Jetzt habe ich mein heißes Wasser vergessen. Kann ich einmal noch ganz kurz? Nein. Was hast du überhaupt dabei? Was ist das? Jetzt kann ich mein Essen nicht essen. Jetzt wird auch nicht gegessen. Ich muss aber essen. Ich mach das trotzdem. Ja, das ist immer das Gleiche mit ihr, Frau Schmidt. Das wissen Sie auch. Mein Essen ist mir auf jeden Fall wichtiger. Sie gibt nie was ab. Es ist so klar, dass er wieder die Tafel wischen muss. Er hat doch gar keinen Tafel. Morgen, Kinder. Hallo, Frau Schmidt. Ich habe schon alles vorbereitet. Ich habe heute leider keinen Apfel gefunden. Ist das nicht schlimm? Ich mach kurz die Tafel sauber. Psst! Seid ruhig. Schlimmer. Aufgepasst, Kinder. Wenn ich wegen euch eine 2 bekomme... Entspann dich mal. Entspann du dich. Ja. Frau Schmidt? Ja. Also, Sie sind doch Lehrerin, oder? Ich bin Lehrerin. Und dann gehe ich davon aus, dass Sie eigentlich das Lehramt studiert haben an einer Universität, an einer Hochschule. Komm mal langsam zum Punkt. Ja, das ist es, Frau Schmidt, der Punkt. Gucken Sie doch mal. Ich bin. Also, über den E-Mail. Das ist nicht egal. Was, wenn ich das im Diktat falsch mache oder so? Aber das so, kann man Ruhe sich doch jetzt, denken. Geht weiter. Mann, übertreib doch nicht. Du übertreibst. So, ihr Lieben, heute üben wir das große Einmaleins. Wir fangen mal an mit der 9er-Reihe. Einmal 9? 9! Hey! Ja, richtig. Würde ich jetzt aber auch bitte, bitte warten, bis ich dran nehme. Aber ich habe mich doch gemeldet. 4x9? 4x9? Wer weiß es? 36! Hey. Die sind wohl zu langsam, Frau Schmidt. 7x9? Kann man den. 63! Streber. Du bist der Streber. Ich weiß das halt alles. Oh. Und ich weiß sogar die nächste Lösung. 81! Kein anderer kann sich melden, wenn er sich die ganze Zeit meldet und reinruft. Ist doch egal. So, Ruhe. Heute gibt's die Arbeit zurück.
die ist nicht ganz so gut ausgefallen. Oh Gott, ich sehe also, ich hab es gibt ein paar Einsen, ein paar Zweien. Leider ist auch eine 5 mit dabei. Oh also. Gott. Die hab ich bestimmt. Oh oh. Ich teile die jetzt mal aus. Ich konnte das Thema gar nicht. Ich konnte das wirklich nicht. Nein, ich konnte das nicht. Jedes Mal. Nein, ich konnte jetzt es nicht. Jetzt hast du eine 1. Wetten? Ja, toll. 1+! Ich habe 1+ geschrieben! Ja. Dabei konnte ich dieses Thema gar nicht! Ich konnte das Thema gar nicht! Ich konnte es wirklich nicht! Ich konnte das Thema aber wirklich nicht! Ich kann das nicht! Und ich habe eine 1+ geschrieben! Ich habe voll wenig gelernt, aber ich habe eine 1+ geschrieben! Ja, du bist auch so ein Genie! Unglaublich! Ja. Ist alles in Ordnung bei dir? Hier vorne? Ich habe mich nicht gemeldet. Ja, ja, trotzdem willst du mir die Frage nicht beantworten. Können Sie die Frage vielleicht nochmal wiederholen? Wie es dir geht. Ich habe mich nicht gemeldet. Hast du vielleicht auch mal was Sinnvolles zum Unterricht beizutragen? Hallo? Hier vorne? Hast du vielleicht auch mal zum Unterricht irgendwas beizutragen? Also. Wenn ich jetzt mit Nein antworte, zählt das dann als mündliche Mitarbeit? Frau Schmidt? Ja? Ist das schon eine Frage? Ja. Wieso hat denn die zwei da ein Dach über dem Kopf? Meinst du den Bruchstrich? Naja, das Dach da. Also ich finde das voll unfair, dass die zwei die Eins nicht unter das Dach lässt. Die zwei die Eins nicht? Ja, du verstehst doch gar nichts, oder? Wieso? So, wer möchte vorlesen? Was passiert denn hier in der ersten Reihe? Ach so, ich wollte mich eigentlich nur stylen. Also, der schwingt sich schon wieder. Warum schon wieder? Also ich brauche das. Tut mir leid, ich brauche das hier. Frau Schmidt, bitte, nur noch heute, bitte. Ich habe was echt Wichtiges heute zu tun, bitte. Du wirst was? Jetzt erstmal vorlesen. Instagram? Ja, okay, ich lese vor. Ist ja gut. Mit welcher Aufgabe geht's weiter? Ja, das war schon mal richtig. Die Hauptstadt von Deutschland ist Berlin. Wer weiß denn, was von Frankreich hey, Leute, die Hauptstadt was ist? Geht? Live-Video! Ah, ich habe schon 4 Zuschauer. Was geht? Hi, wir was sind gerade im Unterricht. Was ist denn da los? Follow for follow. Das kurze Live-Video für Instagram. Nur ganz kurz, ganz nein, kurz. Ich habe schon 4 Zuschauer. Ganz kurz. Handy bitte. Weg. Ich grüße dich, ja. Hi. Gleich sofort, ich bin sofort fertig. Das letzte Video sofort ist ja echt gut weg. Angekommen. Schluss jetzt. Oh, Frau Schmidt, ich bitte. Ich kassiere das Handy ein. Oh. Manno. Okay, es kann weitergehen. Wer weiß denn, was 7+7 ist? Ja? 13? Falsch. Ja? 14? Ja. Mann! So, 6+3? Was ist denn da los? Hey, weg was mit denn? Ich wollte einfach nur meine. Wieso denn? Und hast du dann Kaugummi im Mund? Das ist ein Whitening-Kaugummi. Ich habe voll die gelben Zähne. Ich brauche weiße Zähne für das nächste Fotoshooting. Das ist voll unfair. Muss das jetzt raus? Ja, das muss raus. Aber Mann. Sofort. Kann ich wenigstens meine Sonnenbrille drauf lassen? Nein. Auch die Sonnenbrille muss ab. Ist ja gut. Da kann ich ja gar nicht. Darf und ich das du kannst jetzt direkt hier die nächste Aufgabe lösen. Deutschland. Und diese Brille auf. Dieses Wochenende, ja. Dieses Wochenende? Ja, diese neue Brille. Wo bleibt sie eigentlich? Sie hat mir gesagt, ihr Hamster hat Schnupfen. Ich dachte, sie wäre beim Zahnarzt. Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen, Frau Schmidt. Guten Morgen, Frau Schmidt. Wir starten direkt mit den Hausaufgaben, also alle einmal die Hefte rausholen. Also, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, aber dann ist mir halt was passiert und zwar ich hatte die halt und dann sind die in den Ventilator geflogen und dann wurden meine ganzen Hausaufgaben zerfetzt. Also ich kann nichts dafür, das ist, sind meine Hausaufgaben. Ja, dann leg mal das Puzzle wieder zusammen. So, wir wollen die Hausaufgaben besprechen. Bitte einmal alle rausholen. Ich habe meine Hausaufgaben leider nicht dabei. Bei mir zu Hause. Schon wieder nicht? Also ich kann mir das nicht erklären. Ich bin mir so sicher, dass ich das in meinen Rucksack reingetan habe.
Aber bei uns zu Hause, da haben wir so einen Hauself, der heißt Dobby. Und ich glaube, der hat meine Hausaufgaben gestohlen. Das macht er öfter. Der klaut alles Mögliche. Der klaut Hausschuhe, der hat schon das Katzenfutter geklaut. Und jetzt habe ich halt keine Hausaufgaben dabei. Aber das ist Dobby gewesen. Das ist nicht Könntest komisch. Du mir von diesem Dobby bitte mal die Telefonnummer geben? Also da muss ich mal Rücksprache halten. Also den würde ich gerne mal sprechen, den Dobby. Okay, wer will die Hausaufgaben vorlesen? Ja. Frau Schmidt, darf ich? Darf ich? Bitte, bitte. Frau Schmidt. Entschuldigung. Tut mir leid, dass ich zu spät gekommen bin. Entschuldigung, kannst du bitte einmal durchlesen? Ich bin mit dem Fahrrad gekommen heute und ich bin leider auf dem Fahrrad eingeschlafen. Und dann bin ich in den Graben reingefahren und war von oben bis unten voller Matsch. Und dann musste ich natürlich wieder nach Hause mich umziehen. Das hat ewig gedauert. Und ja, jetzt bin ich halt ein bisschen zu spät. Also es tut mir wirklich leid. Jeden Tag eine neue Ausrede. Heute der Graben mit Matsch. Also nächstes Mal bringst du bitteschön die Kleidung vom Tatort mit. Die möchte ich mal sehen, wie du im Graben gelegen hast. Also ja, die habe ich jetzt leider nicht mit dabei. Ja. Darf ich jetzt meine Hausaufgaben vorstellen? Dann bitte die letzte Reihe. Okay. Ach, diese Schüler. Immer Probleme mit den Schülern. Seid ihr vielleicht einer von diesen Schülern? Also habt ihr euch irgendwo wiedererkannt? Oder kennt ihr vielleicht jemanden, der so ist wie die Schüler, die ihr heute in unserem Video gesehen habt? Dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und lasst auch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Habt ihr eigentlich die neue Lehrerin gesehen? Ich glaube, sie kommt aus Österreich. Jedenfalls klingt ihr Dialekt so. Ah, Paul. Erstens, sie ist eine Schweizerin und keine Österreicherin. Und zweitens, kennst du überhaupt den Unterschied zwischen einem Dialekt und einem Akzent? Nö. Denn sie hat nur einen schweizerischen Akzent, denn sie spricht immer noch ein perfektes Hochdeutsch. Akzent, Dialekt ist doch dasselbe. Jedenfalls überlege ich schon, wie ich sie pranken kann. So als Art Willkommensbegrüßung. Oh, die sollen sich mal beeilen mit dieser Notenvergabe. Ich will nach Hause. Heute kommt die neue Kollektion von meiner Lieblingsmarke in den Online-Shop. Juckt doch niemanden, Lisa. Warum bin ich heute überhaupt hergekommen? Ich hätte jetzt auch einfach noch in meinem Bett liegen können. Ob sie hier ist oder zu Hause bleibt, ihre Auffassungsgabe, die ist sowieso nur eine Sekunde lang. Der war gut. Mhm. Und mein Aggressionspotenzial steigt, umso länger ich dich reden höre. Guck mal, wie sieht der Lippenstift aus? Furchtbar. Hast du es schon mal mit schwarzem Lippenstift versucht? Nein. Das sieht aus wie ein Kaugummi. Jetzt lass das doch, sonst gehe ich zur Schulleiterin. Geh doch. Ashley, jetzt komm, jetzt lass das mal. Norman ist mein Freund, nur ich darf so mit ihm umgehen. Übrigens, was glaubt ihr eigentlich? Was für Noten kriegt ihr so? Ich heiße übrigens Justus. Und ich glaube, bei den Noten bekomme ich eine... Boah, halt doch jetzt mal den Rand, Justus. Du kriegst eh überall eine Eins. Was machst du hier überhaupt? Ich mache ein neues Foto für meinen Instagram-Channel. Oh. Naja, mach du deine Fotos für Instagram. Damit ich nicht so ende, hoffe ich einfach, dass ich weiterkomme. Oh ja, die sollen echt mal weiterkommen mit dieser Notenvergabe. Ich habe keine Zeit. Ich will mir heute noch Locken machen. Pass du mal lieber auf, dass du einen Lockenwickler nicht zu heiß hinstellst. Ey, Paul, machst du dir eigentlich Sorgen? Du bist doch jetzt schon zum zweiten oder zum dritten oder zum vierten Mal sitzen geblieben. Ich weiß gar nicht mehr. Sorgen mache ich? Ich bin der Spitzensportler hier auf der Schule. Du, habt ihr neulich gesehen, als ich zum Volley angesetzt habe? Aus 40 Metern. Der Torwart hat damit niemals gerechnet. Gerechnet? Du hast was gerechnet? Du sag mal, apropos, wie hast du eigentlich die letzte Mathearbeit so geschafft ohne Taschenrechner? Hm? Ach, das wird schon. Herr Fröhlich, der bringt jeden durchs Schuljahr. Ich muss mir einfach nur eine traurige Geschichte überlegen und dann bringt er mich wie jedes Jahr ganz entspannt durchs Schuljahr. Naja, Paul, also wir stehen kurz vor dem Schuljahresende und ob das wirklich so klappt, wie du dir das vorstellst, ich glaube nicht. Ach komm! Hey! Ende? Ist die Stunde endlich zu Ende? Können wir nach Hause? Ich will mir die Locken machen und gleich kommt diese Kollektion da online. Wie sieht's bei dir eigentlich aus? Machst du dir gar keine Sorgen? Weil bei dir ist ja auch nichts anderes als Knete und teure Designerklamotten im Kopf. Ey,
hör mal auf. Also, du solltest dir vielleicht mal Gedanken um deine Klamotten machen. Also, die Boots, die du da anhast, die trägt meine Oma sonntags im Garten. Also, ich muss schon sagen, Lisa, ne? Der Spruch, der war ja mal gut. Ach man, jetzt lass das doch! Übrigens, ich hatte das schon fast vergessen. Neue Lehrerin, wie pranken wir sie? Mülleimer über der Tür oder denken wir uns lustige Namen aus? Paul, wenn du das tust, dann kannst du dafür ins Gefängnis kommen. Das ist Körperverletzung. Und außerdem fühle ich mich dazu verpflichtet, das zu melden, wenn du das tust. Ja, okay. Dann ein anderer Prank. Wie wäre es damit, wenn ich Reißnadel und auf ihrem Stuhl legen würde? Ey, Paul, ganz ehrlich, ich stimme diesem Justus auch echt nur sehr ungern zu. Aber wenn du so einen blöden Prank machst, dann fliegst du definitiv von der Schule. Dann bringt's auch nichts mehr, wenn du vorher fröhlich ein bisschen rumjammerst und heulst, wie schlimm dein Leben ist. Ja, okay. Dann denken wir uns halt falsche Namen aus. Ich nenne mich Franz Beckenbauer. Also, mal davon abgesehen, dass dieser Streich ziemlich undurchdacht ist, weil alle unsere Namen im Klassenbuch stehen, ist Franz Beckenbauer eine deutsche Fußball-Koryphäe. Ja, dann nenne ich mich Gerd Müller. Die einzige Koryphäe, die ich kenne, ist Kylie Jenner. Ich finde ihre neue Kollektion so fancy. Wer ist eigentlich eure Lieblingsschwester von den Kardashians? Lisa, ich bitte dich, denkst du wirklich, wir kennen uns mit den Kardashians? Chloe Kardashian, auf jeden Fall. Woher kennst du dich denn bitte mit den Kardashians aus? Ich dachte, die einzigen Personen, die du kennst, sind Einstein und Bertolt Brecht. Warum kennt Justus denn die Kardashians? Vielleicht sollte ich das nicht mehr weitergucken. Sonst werde ich nachher noch zu Justus und er hat einen echt schlechten Style. Ja toll, jetzt unterhalten die sich echt über die Kardashians. Ja, Mann, die sind total toll. Auf jeden Fall. Du, überleg du dir du mal... Du hast keine Ahnung. Überlegt ihr euch mal was anderes. Diesen komischen, falschen Namen-Prank kannst du dir echt sparen. Ja, gut, okay. Lisa, was machst du denn jetzt da? Wieso tanzt du jetzt im Klassenzimmer so komisch rum? Oh, ein TikTok natürlich. Justus, kannst du vielleicht mal das Licht für mich halten? Ich muss perfekt ausgeleuchtet sein. Ich will meine Follower auf den neuesten Stand bringen. Das Licht rettet dich auch nicht mehr. TikTok? Du willst doch jetzt nicht irgendein Star werden. Das glaubst du doch selber nicht. Kann eigentlich so ein Muskelpaket wie ich auch TikTok-Videos machen und werde ich dann auch so berühmt? Paul, ich glaube wirklich, jeder Mensch auf dieser Welt kann einen TikTok hochladen. Außer dir. Ich glaube, du kriegst nicht mal das Handy entsperrt, geschweige denn die App runtergeladen. Idiot. Erzähl doch nicht so einen Quatsch. Ja, Paul, du kannst das. Also da gibt's wirklich viele Bodybuilder und die haben sehr, sehr viele Follower. Also versuch's doch einfach mal. Gute Idee. Ich mach das. Ich werde der erste Bodybuilder auf TikTok. Okay, nicht der erste, aber ich werde der erste berühmte Bodybuilder auf TikTok. Ich mache einfach 300 Liegestütze und ich filme mich dabei. So einfach geht das nicht. Also, du musst erstens mit deinem Video trenden. Erst dann bekommst du die Reichweite. Ach Mann, komm Justus, hör auf zu reden. Weißt du was? Du bist bei meinem ersten Video dabei. Dich benutze ich nämlich als Hantelstange. Schnapp dir das Handy. Ich werde jetzt ein paar Übungen machen. Du musst das filmen, okay? Okay. Bereit? Ja, okay. So führt man die Übung richtig aus. Schaut mal, Leute, 250 Kilogramm. Das kann nur ich, das kann nur Paul, der Spitzensportler. Oh, mit solchen Leuten gehe ich in die Schule, ne? Ihr seid alle so unreif, das gibt's überhaupt nicht. Liebe Schüler, die Notenkonferenz ist nun beendet. Wir mussten die Konferenz aufgrund von Schwierigkeiten vertagen. Wir bitten um euer Verständnis. Ihr könnt jetzt nach Hause gehen und wir wünschen euch einen wunderschönen Nachmittag. Ade! Oh, endlich aus. Dann kann ich jetzt ja zu meinem Friseurtermin gehen. Oh, mein Nagellack ist noch nass. Oh. Und dafür bin ich in die Schule gekommen. Ich gehe mich wieder hinlegen. Ich habe nichts verstanden, aber ich glaube, wir können gehen. Nein. Das ist ein Schweizer Akzent. Ich hab's gewusst. Das ist eine Variation der Standardsprache, die nur davon beeinflusst worden ist. Okay, das müssen wir nochmal machen. Okay, aber nicht schnell. Ob sie hier ist oder ob sie zu Hause bleibt, ihre Aufgassung... Aufgassung? und mein Aggressionspotenzial... Aha, und dein Aggressionspotenzial... So länger als ich reden höre. Also die Boots, die du da anhast, die trägt meine Oma sonntags im Garten. Nix gegen meine Boots, Mann. Kann eigentlich so ein Muskelpaket wie ich auch TikTok-Videos machen und werde ich dann auch so berühmt? Ich
Dich benutze ich als Handelsstange für mein erstes Video. Nochmal, ich kann nicht ernst bleiben. Okay. Den René hochgeben, Junge, du wiegst über 100 Kilo, Mann. Okay. Dich benutze ich nämlich als Handelsstange. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spielblick Kinderspielzeug. Und es heißt mal wieder peinliche Erwachsene auf dem Spielplatz. Zum Glück ist keiner da, deswegen kann es nicht so peinlich sein. Wir werden heute mal wieder den Spielplatz erkunden. Yes. Karl und Kathi sind auch schon ganz heiß da drauf, ich natürlich auch. Und ich würde sagen, ready, go. Wir haben hier ein riesiges Klettergerüst mit Rutsche quasi. Wobei ich eigentlich sagen muss, dieser Spielplatz erinnert mich eher an so Standardspielplätze. Also da haben wir schon coolere gesehen, aber das ist natürlich auch ein cooler. Ich finde, die sind alle relativ gleich. Hier ist nochmal was zum Klettern. Also da hinten sind verschiedene Schaukeln. Kathi, du siehst gerade gigantisch aus, weil ich die so von unten filme. Da hinten ist auch noch ein kleiner Fußballplatz. Hier ist eine Kletterwand. Können wir auch ganz nach oben. So, wenn Kathi schon gigantisch war, dann will ich mich mehr jetzt hier sehen. Ja, du siehst aus wie, so. Wie die Freiheitsstatue. Hallöchen! Kathi macht dir schon das Sandspielzeug unsicher. Den Sandkran. Das ist ganz schön schwer. Oh. Ja. Gar nicht so einfach mit einer Kamera zu klettern. Die muss man ja irgendwie. Soll ich die mal nehmen? In einer Hand halten. So, damit ihr auch hier Nina seht, wie sie hochklettert. Die Rutsche hier gleich. Hallöchen! Und hier ist der Sand, den ich gerade hochgeholt habe. Das war genug. Kann ich mehr. Nina, willst du mal hier durch das kleine Loch durchklettern? Durch das kleine, ich glaube, da bleibe ich stecken, ey. Das ist ehrlich. So, Karl rutscht, jetzt kommt das. Ja, okay, ich finde, die Rutsche sieht schon viel, viel besser aus. Ich wollte gerade sagen, wir kommen hier runter. Ah, das ist gar keine Rutsche. Ne? Da ist noch eine Rutsche. Kommt ihr eigentlich hier durch die Ringe oder seid ihr viel zu dick dafür? Wir hatten gerade schon drüber gesprochen. Ich glaube, da passen wir, glaube ich, nicht durch. Ich glaube auch nicht. Du kannst mir wieder die Kamera geben, Kathi. Ja. Kann, wie wär's hier? Du kannst dich doch mal ein bisschen langhangeln hier. Versuch jetzt doch wieder durchzuklettern. Ja, wobei, warte. Das ist so hoch, so niedrig. Guck mal so. Pause, Karl. Was? Du musst jetzt so bleiben. Tja, Leute, was ihr nicht wusstet, ist, ich habe mir noch eine kleine Schwierigkeit ausgedacht. Denn das hier ist auch eine Pausen-Challenge. Ja. Es gibt ein Safe Word. Das heißt, wenn Karl nicht mehr aushält, das jetzt hier so zu halten, dann kann er Muffin sagen und dann ist er befreit. Es gibt aber einen Punktabzug. Das heißt, wenn er das jetzt nicht schafft, du musst jetzt bleiben. Erzähl nicht so viel. Dann, ja, viel Spaß, Karl. Ja, was? In dieser Hose. Oh. ich stecke hier wirklich schon fest. Ich würde sagen, Kathi, Pause. Pause? Ja, du musst jetzt auch da bleiben. Nein! So wie es aussieht, kommt Kathi hier sowieso nicht mehr raus. Es ist ein bisschen dunkel, aber man sieht an ihren Füßen, dass sie in der Luft sind. Karl, wenn du erlöst werden willst, musst du Muffin sagen. Nein! Dann musst du halt da bleiben. Oh Gott, weißt du, wie schwer das ist? Und geht das gut? Das wirst du niemals aushalten, Nina. Nicht eine Sekunde, sage ich dir. Gut, in die Arme geht das und in die Beine. Oh Gott. Und in den Kopf. Na, wird die schon warm? Ja. Komm schon. Kathi, kommst du da jetzt raus? Komm schon! Oh Gott! Ach, du bist schon mit den Füßen auf dem Boden. Hey, ja, Fortschritt. Ja gut, ich würde sagen, Kathi ist befreit. Pause, stopp. Pause vorbei. Komm schon! Bitte! Ich lass Karl richtig leiden bis am Morgen. Boah, du musst gleich richtig dran, sage ich dir. Aber sowas von. Okay, ich befreie dich. Oh Gott! Oh, meine Hände tun so richtig weh. So, guck mal jetzt die Kamera her. So, jetzt bist du mal ein bisschen hier dran. Ich würde an deiner Stelle auch mal deine Hose putzen. Hinten. Voller Sand, ne? Ja. Das kommt vor am Spielplatz. Ja, Kathi, warte, ich muss kurz bei Kathi. Kathi, ich dachte mir, also ich komme da nicht so unten raus. Jetzt dachte ich, ich kletter hier irgendwo raus, aber hier komme ich auch nicht raus. Ich glaube, ich muss gleich wieder hoch. Kathi steckt fest. Soll ich dich auf solche helfen? Vielleicht kannst du mich hier rausziehen. Wie dieses Karottenspiel. Stopp! Der muss Pause sagen. Ja, oder Pause. Ist ja egal. So, ich gehe jetzt mal ein bisschen auf die Rutsche. Ja, so können wir Kathi auch nicht befreien. Ist doch egal. Sollen sie so bleiben. So, gehen jetzt mal hier auf eine andere Rutsche. So, hier. Ui. Ganz viel Sand. Du bist Kathi befreien, ich steck fest. Ruf mal die Feuerwehr. Okay, Kathi weiter. Nina, okay. Noch Stopp. Pause. Ja gut. Sieht natürlich auch sehr sinnvoll jetzt aus wahrscheinlich. Ja.
Ja, ich weiß wirklich nicht mehr, was ich machen soll. Oder oh nein, mein Schal. Das gab's noch nie. Peinlicher Erwachsener steckt in wie nennt man das, im Ringfest, im Reifen. Und wir haben es eben noch gesagt, aber das ist so vielleicht. Ich hätte fast gesagt, McDonald's hat angerufen, Kathi steckt in der Rutsche fest. Ich versuch's jetzt so. Ja, das ist ein bisschen hier irgendwie, meine Arme schlafen ein. Ja, kann sein. Kathi, stopp! Pause! Nina, weiter! Ah! Oh Gott, das sieht echt mega mäßig aus. Wie aber eine kleine Schildkröte! Ich schaffe es gleich raus! Hallöchen! Hallöchen! Okay, Kathi, weiter. Ah, jetzt komme ich hier so raus. Jo. Nee, Kathi, stopp! Macht Spaß, ha? Ich will endlich hier wieder aus den Ringen raus. Kathi, so Kathi, aber Kathi, ich finde es nicht in Ordnung, dass du hier auf dem Spielplatz einfach auf Klo gehst. Also, das finde ich nicht in Ordnung. Ich gehe gar nicht auf Klo. Doch, doch, das sieht man doch. Okay, komm, weiter. Jetzt aber. Kathi, stopp! Oh. Ich wollte gerade sagen, ich bin wieder frei. Hilfe! Prima, das war so lange. Guck mal, wie bei Kathi. Oh Gott. Kathi, weiter. Oh. Wollt ihr auch helfen? Ach, ja. Du hast dich auch auf seinen Fall gesetzt. Der schöne Schal ist hin. Ist jetzt total versandt. Der ist definitiv hin. Oh, aber immerhin bin ich wieder frei. Ich hatte kurz so ein bisschen das Gefühl, ich müsste da jetzt auf ewig drin stecken bleiben. Ach. So, willst du mal? Ja. Das ist sehr langweilig. Ach so, das ist hier wieder die Kinder. Das ist die Kinderabteilung. Das ist die Nina-Abteilung. Ich wollte das auch schon immer mal machen. Wie wär's, wenn ich hier mal draufgehe? Aha. Das ist doch wieder was, wo das ist ganz nass. Bekannt für bekannt ist, ne? Nee, ist nass. Ist das nass? Ja. Oh. Och, stellt euch doch nicht so an. Dann bleibe ich halt so. So. Ja gut, aber... Oh Gott, ich hab vor, das schneit zurück und kriegt so, bitte, geh du mal als erstes drauf. Ich setz mich da jetzt hin. Das wird trocken und hoffen. Nee, das fühlt sich voll eklig an. Es darf eigentlich immer nur... Also Nina, stopp! Ah, ich muss das ausbalancieren. Ja! Ja! Ja, gut, komm. Okay. Komm, ich lasse. Weiter, weiter, weiter. Darf ich weitermachen? Ja. Oh Gott, ich habe gerade schon Panik gekriegt. Ich dachte, ich falle nicht in die Tiefe. Also, wo wir jetzt noch nicht. Wo, das sind noch Schaukeln? Das können wir gleich noch. Da sind noch drei Stück. Das ist sehr gut. Warte, wie kann man sonst auch den hier machen? Aha. Ich hätte gesagt, keine Pause. Das gibt auf jeden Fall Kopfschmerzen, je länger er da hängt. Du darfst dich nicht mehr bewegen. Warum? Nur der die Kamera hat nach Pause sagt. Ach so, keine Pause. Ja, okay. Oh, Kahn sieht aus wie ein Faultier. Ja. Wir fahren, der sieht aus wie ein Schlumpf. Guck mal seine Mütze. Ja, stimmt. So ein Zwerg. Kahn ist ein Zwerg. Na gut, Pause zu Ende. Weiter. Aha, jetzt klettert Nina da hinten hoch. Gibt's schon mal was. Ist halt der Spielplatz. Schaffst du es hoch, Nina? Nee. Nina, Pause. Ah! Nein, meine Hände sind total verkrampft. Lass sie mal so, sie hat mich eben richtig leiden lassen. So, jetzt würde ich mal sagen, dass sie mal so richtig leidet. Nein. Du kannst natürlich auch das Zauberwort sagen, ne? Da bist du die einzige Verliererin heute. Nein, nein, nein. Was habe ich davon, wenn ich über Pause-Challenges anzettel? Oh Mann, das geht nicht. Also hier bist du eben nicht durchgekommen, Kathi. Nee. Soll ich mal versuchen? Ja, Nina, weiter. Ah, oh, danke. Du musst doch dabei sein. Ey. Ja, wir müssen doch mal gucken. Nein, du musst doch richtig leiden. Nina will aufstehen, wenn du stecken bleibst. Weißt du, was sie eben bei mir gemacht hat? Wenn du das. Ey, ich hab dich aber auch immerhin erlöst, ne? Nicht, dass ja, du ja, sagst, nach. Du musst es nicht machen. Nach gefühlten 10 Minuten. So, ich guck mal schon mal hier durch das Loch, mal gucken, ob Kahn da kommt. Ja, ich sehe Kahn. Oh Gott. Ja, ich bin mal gespannt, Kahn. Eigentlich, ich hab dich vorgewarnt. Du hast das. Hast es gesehen, wie ich stecken geblieben bin. Ja, du wirst mir gleich noch glauben. Kahn, Pause. Das ist halt für Kinder ausgerichtet. Und sieht und? Einfach. Ist okay. Also es fühlt sich nicht anders an wie bei mir zu Hause. Okay. Na gut, dann weiter. Oh, das war aber ganz kurz. Brauchst du Hilfe? Ich glaube, das einzige Problematische ist meine Jacke. Ja, die hindert dich da dran, ne? Ja. Sonst? Und jetzt? So, jetzt einfach rausklettern. Ja, einfach rausklettern, das machen wir. So. So, vielleicht wieder nach oben.
Also ich glaube, ich habe nicht übertrieben. Ihr seht, Kahn hat genauso Schwierigkeiten wie ich. Also wer hat sich sowas ausgedacht? Kahn, Pause! Jetzt lassen wir aber Kahn wirklich mal drin. Wollen wir mal zu den Schaukeln gehen? Ja, wir gehen mal zu den Schaukeln. Es gibt drei Schaukeln. Das sind auch diese mit Lehne. Nehmen wir die hier. Warte mal, in welche Richtung nehmen? Man hat das ja im Rücken, ne? Ja, eigentlich schon. Das heißt, ich würde ja in die Richtung schaukeln. Ja, dann... Oh, ich liebe Schaukeln. Ich auch. Ich glaube, man sieht auch immer noch Kahn da hinten. Man kann aber jetzt nicht Pause sagen, weil... Alles gut, Kahn? Ja. Ich kann das ja nicht anhalten. Ich bin nicht so dick wie du. Oh, wir hätten auch einen Ball mitbringen können. Es gibt ja auch Fußballtore. Ja, hier ist ein Fußballtor. Ja, weiter, Kahn! Okay, ich glaube, wir können mal gucken, wie er sich befreit. Siehst du? Man steckt fest, oder? Ich glaube, wir müssen die Feuerwehr rufen. Wie erreicht man die Feuerwehr? 112? Nee, ich komme auch sowas, aber ich möchte eigentlich, kann jemand meine Mütze nehmen? Ja. Ich habe Angst, dass meine Mütze gleich hier runterfällt. Witzig, so, dass die so endet wie mein Schal, ne? Ich mache dir ein bisschen Luft. So, jetzt hier. Oh Gott, ich habe Angst, dass das Gesicht fällt. Kann man dir irgendwie helfen? So, und jetzt hier runter. Und mein Pullover ist voll nass, voll dreckig. Das bleibt nicht aus auf dem Spielplatz. Kahn, Pause, ne? Was? Ich glaube, Kahn hat sie am schlimmsten getroffen auf dem Spielplatz. Ja. Weil er immer so heftige Stunts macht. Das gibt Bauchmuskeln, wenn du das machst. Nee, das geht eigentlich, weil hinten meine Beine klemmen noch fest, deswegen. Ja, sehr gut. Okay. Ich sag aber nicht Muffin. Dann mach weiter. Der Kopf wird schon ganz weh. Okay, ich glaube, ich muss den mal rausziehen. Warum? Nee. Geht schon? Alter Mann. Irgendwo fester. Da. Oh, er hat sich selbst befreit. So, jetzt sei ganz ehrlich, Kahn, war das jetzt so leicht? Ja, es geht. Aber man muss halt nicht unten raus. Er hat sich auch voll gesabbert. Aber das war schon eben. Das ist der Houdini von Spiel mehr Kinderspielzeug. Der Entfesselungskünstler schlecht. Komm überall raus. Ja. Ich habe eher immer Angst um meine Mütze, dass sie irgendwo in den Sand fällt. Uiuiui, nicht seine Mütze. So, ich würde sagen, wir haben hier wirklich auch eigentlich alles ausprobiert. Wir waren gerade schon ein bisschen schaukeln. Naja, das Fußballtor lassen wir jetzt einfach mal. Kein Ball dabei, ne? Ich bin überrascht, dass keiner Muffin gesagt hat. Wir haben alle ganz tapfer durchgehalten bei dieser Spielplatz-Pausen-Challenge. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Yes! Wer hat es am besten gemacht, das könnt ihr gerne mal abstimmen. Wer war am härtesten, am tapfersten und am stärksten oder wen hat es auch am heftigsten getroffen? Ja, könnt ihr auch mal sagen. So, Daumen nach oben, kommentieren, abonnieren und natürlich auch das Glöckchen drücken. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss. Leute, heute gibt es eine neue coole Slime-Challenge und zwar machen wir heute die Powernap-Slime-Challenge. Ah, okay. Powernaps hatten wir bei uns vor ganz langer Zeit auch mal. Das ist eigentlich so ähnlich wie so eine Pausen-Challenge, ne? Ja. Nina ist heute hinter der Kamera. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen müde. Da brauchen wir ein Powernap, immer für ein paar Sekunden, ne? Nina wird uns immer sagen, vielleicht müssen wir beide dann ein Powernap machen und wann wir dann wieder aufstehen dürfen. Powernap ist dann ganz einfach, dann gehen wir hier auf den Tisch. Sind ganz ruhig und schlafen natürlich, ne, damit wir uns schön Power holen und dann haben können. Wir wieder richtig Energie, um weiter Stein zu mischen. Das Nina, gut. Nina, du sagst immer den Namen und Powernap, dann weiß diejenige Person Bescheid. Es gibt natürlich eine spezielle Sache dabei, natürlich noch bei dieser Challenge. Wenn die eine Person am Schlafen ist, dann darf die andere Person machen, was sie möchte, aber nur mit Schleimzutaten. Das musst heißt, du aber da drüben schlafen, damit ich auch an deine Schüssel hier dran Ja, kann ich gerne machen. Wir können hier genau, das heißt, wir dürfen auch gerne ne, dem anderen was beimischen. Müssen wir aber nicht. Aber nur... Nur Schleimzutaten. Ja, ja, aber ich meine, manchmal mischst du mir einfach in eine blöde Farbe rein oder so. Ich kenne hier wieder Grün. Weiß man ja nicht. Irgendwo in und sonst ist es ganz normal, wir dürfen hier Schleim machen, wie wir wollen. Dann würde ich sagen, starten wir doch mal. Mhm. Was mache ich denn heute für einen Schleim? Ich habe mich heute schon entschieden. Ich werde so ein bisschen in die Grün-Türkis-Blau-Richtung gehen. Ja, ich glaube, ich gehe heute in die rote Richtung. Hast du auch Flüssigkleber, wollte ich schon sagen? Ja, bei mir ist auf jeden Fall ein bisschen was da. So, ich glaube, ich mache heute ein bisschen rot. Ja. Super! Den Nina-Move. Oh nee, das ist hier irgendwie zugeklebt, glaube ich. Ist auf deiner Seite auch einer, den ich vielleicht nehme? Nee, musst du jetzt so machen. Kathi, Powernap. Schlaf, Kindchen, schlaf. Schön, wenn es so ruhig ist, ne? So richtig schön ist das. Das ist jetzt hier eine Challenge, nur mit Kahn. Ja, macht mir richtig Spaß heute, muss ich Kathi sagen. Kathi, aufwachen. Oh, guten Morgen. Oh, das ist super. Das finde ich gar nicht schlecht. Ich wollte ja in die Blau-Grün-Richtung. Ja, siehst aber du? Aber ich habe immer noch nicht geschafft, das aufzumachen. Ich habe es gar nicht so schlecht gemacht. Ich gehe heute vielleicht in die Rot-Lila-Richtung ein bisschen.
Du gehst immer in die lila Richtung. Nein, ich habe das lange nicht mehr gemacht. Ja, das sagst du nur immer. Ich krieg das nicht auf. Kein Powernap. Aha, kein noch Powernap. Komm, ich mach ihm auch ein bisschen hiervon rein. Ich bin nett. Oh, vielleicht schaffe ich noch was anderes rein zu machen. Okay, dann mach ich mal lieber bei mir weiter. Ich kümmere mich kann um meinen eigenen Schleim. Ich bin wieder da! Dein Ernst? Ich hab dir flüssig... Ja, und was soll ich mit blauem Glitzer? Du wolltest doch in die lila Richtung gehen und blau und rot ist doch lila. Nein, ich wollte lila gleich selber noch reinmachen. Bringt mir absolut nichts, muss ich sagen. Bringt mir absolut nichts. Hey, jetzt muss ich noch mal umdenken. Ja, ich nehme jetzt auf einmal... Du musst gerade noch mal umdenken. Nimm jetzt auf jeden Fall... Es ist aber auch immer kompliziert, Schleim zu machen. Ich jetzt auf jeden Fall lila Styroporkugeln erstmal rein. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, sieht ein bisschen aus wie Captain America Schleim gerade. Mit dem... Ja, oder Wonder Woman. Nein, ich bin kein Fan von Wonder Woman. Warum denn nicht? Nö, ich bin Captain America. Ach Mensch, jetzt komm schon raus! Kahn Powernap. Ah, praktisch, Kahn ist schon. Schläft schon wieder. Kann ich ihm noch mal was Schönes reinmischen? Was, wie war das noch? Er wollte jetzt so gerne blau noch mit drin haben, ne? Das habe ich doch richtig verstanden, oder? Ich habe doch hier dran schon blau. Ah, wenn ich das so schnell aufkriege, bis Kahn wieder aufwacht, dann gebe ich ihm... Ach, ich kann da nachhelfen. Ja. Und bei mir kommt davon auch noch ein bisschen rein. Kann aufwachen. Nina, warum musste ich schon wieder meinen zweiten Powernap hier machen? Gerade. Du sahst sehr müde aus und ich dachte, das tut dir gut. Kathi, guck mal, ich hatte das hier hatte ich gerade eben in der Hand. Achso, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe die ganzen Styroporkugeln übrigens gerade runtergebracht. Ich wollte in diese Richtung nicht. Das wird doch blauer Schleim, ganz klar. Das heißt, ich muss auf jeden Fall in die blaue Richtung nochmal denken, ne? Nee, 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 in die blaue Richtung denke ich schon. Kathi Powernap. Ja, es wird Zeit für Kathis Powernap. Hm, was nehmen wir denn da? Ich glaube, ich nehme das hier. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja eine schöne Farbe, muss ich sagen. Ja, sehr schön finde ich doch. Doch, doch, auf jeden Fall. Finde ich schon sehr, sehr gut. Also nehme ich jetzt noch ein bisschen von diesem Glitzer hier. Kathi ist am Schlafen. Das ist schön. Das finde ich richtig schön, muss ich sagen. Ich glaube, ich nehme noch ein bisschen... Kathi, aufwachen. Oh, wow, was ist das denn? Sieht ja voll cool aus. Die Farbe kenne ich gar nicht. Die ist ja gestreift. Ja, wir haben ja ein paar neue Farben. Aber die riecht... Kann es das Zahnpasta? Also, Nina, hast du irgendwas gesehen? Nee. Nee, Nina sagt nein, also weitermachen. Also, das passt zwar farblich echt ganz gut dazu, aber das riecht richtig stark nach Minze auf einmal hier. Ja, der Kleber riecht ja auch nach Marzipan. Ja, also. Welche Farbe war das denn? Das ist eher dieses Grün hier. Das ist ein bisschen weiß mit ein bisschen hier von dieser. Das hast du jetzt gerade... Ja, ja, natürlich. Ja. Ganz sicher. Mach doch einfach mal weiter. Kahn hat da jetzt gerade ganz feine Streifen reingemalt. Das glaube ich ja sofort. Ja, na gut. Also mein Schleim sieht wirklich richtig bunt aus heute. Ich glaube, ich habe fast schon alle Farben drin, die es so gibt. Dem Regenbogen wollte ich schon fast... Naja, doch, ist doch so. Kahn Powernap. Also für den Regenbogen fehlt aber da auf jeden Fall noch Gelb, oder? Wir haben leider nur dieses blöde, blasse Gelb hier. Schade. Sieht ein bisschen mayonnaisig aus, genau. Aber wir wollen natürlich auch alle Farben des Regenbogens in Kahns Schleim drin haben. Ja. Doch, fehlt nicht noch was? Rot, aha, orange. Haben wir denn da auch noch was? Dann eben ein bisschen Gold. So, jetzt hat Kahn, glaube ich, wirklich alle Farben drin. Kahn auch. Ich habe auch Glitzer an meinen Fingern. So. Mann! Was ist los? Guck dir das mal an, das ist doch kein normaler Schleim mehr. Guck dir deine Farben an, guck dir meine Farben an. Ich habe wenigstens grün-weiß reingemacht, was so ein bisschen passt. Du hast doch gesagt, du willst Regenbogen. Ganz ehrlich, was soll ich denn damit jetzt anfangen? Kathi Powernap. Oh, Powernap. Na gut, ich bin müde. So, leg dich mal hin. Ich glaube, Kathi fehlt auch ein bisschen Gelb. Mhm. Definitiv. Es fehlt ein bisschen Gelb. Ja, schöne gelbe Farbe. Ja. Was? Gut angespritzt im Schlaf. So, wenn wir schon ein bisschen Gold haben, dann nehme ich auch goldenen Glitzer wieder rein. Ah, ich habe so Spritzer abbekommen. Ja, das kommt von hier, von dieser Farbe hier. Ja, habe ich jetzt Farbe im Gesicht? Nein. Wirklich? Du hast Glitzer im Gesicht, von dir selber aber. Glitzer, Glitzer! Ih, du hast jetzt ein richtig blödes Gelb da reingemacht. Ja, ich habe ein bisschen halt hiervon genommen und dann noch von ein bisschen Elmer's Glue. Nee, halt Elmer's Glue sehe ich hier überhaupt gar nicht. Das ist nicht Elmer's Glue, ich rieche das. Was riechst du denn? Ja, was soll man denn riechen? Riech mal bitte schön hier rein, Kahn. Was denn? Ich rieche nichts.
Ich krieg das hier nicht auf, er. Ach, warte, ich hab hier auch noch Gold. Das ist ganz bestimmt keine Farbe, das ist irgendwas anderes. Aber was weiß ich gerade nicht. Nina, so genau. Ich finde, es wird langsam Zeit, dass Kathi sich wieder hinlegt. Nö, Kathi hat doch gerade erst geschlafen. Kahn muss mal wieder schlafen. Kahn soll sich hinlegen. Powernap, Kahn. Guck mal! Ja, das ist echt frech, mir sowas da reinzumischen. Ich weiß zwar nicht, was das jetzt war, aber ja gut. Diese Farbe fehlt Kahn noch. So, das hat er jetzt davon. Kann aufwachen. Bin ich nicht schlecht. Besser auf jeden Fall als das, was bei Kathi momentan drin ist. Ich finde, das bei mir passt das ja noch alles. Also ein bisschen gelb geht ja auch. Weißt du was, ich nehme noch ein bisschen rot mit rein jetzt. Damit ich wirklich alle Farben heute bei der Powernap Slime Challenge habe. Wann rühren wir denn eigentlich jetzt mal? Kathi Powernap. Oh. Nachdem du dich hingelegt hast. Ich habe so viele Fragen, sonst musst du dich schlafen legen. Wieso spritzt mir wieder irgendwas? Ja, ich nehme jetzt Bastelkleber. Ja, ja. So! Kann die aufmachen. Ich glaube, das reicht auch so langsam. Ich hab das schon gehört. Oh Mann, Kahn, was... Oh, was? Das war überhaupt nicht erlaubt. Wir haben gesagt, nur Schleimzutaten. Mann! Ja, das wusste ich, dass das Zahnpasta ist. Ich bin ja nicht doof. Und deine Lieblingszutat. Senf war das. Ach, Kahn, aber das kann doch gar kein Schleim mehr werden. Tja, ich würde sagen, das war's mit der. Also, das war's zumindest mit den Schleimzutaten. Jetzt können wir gerne an das Rühren gehen. Jetzt machen wir das mal. Wie fies, ey. So. Warum machst du das, Kahn? Sieht doch cool aus, oder nicht? Nina durfte nichts sagen. Ich habe vorher, muss ehrlicherweise auch sagen... Ich habe so coole Farben zusammengemischt. Guck mal, wie cool die Farbkombination hier aussieht. Ja, wahrscheinlich wegen dem Mundwasser. Ich muss auch sagen, ich habe vor dem Video schon ein kurzes Video aufgenommen. Okay. Wo ich natürlich gesagt habe, wo ich mich dafür revanchiere, Kathi, dass du letztes geschummelt hast bei der einen Challenge. Ich habe noch nie geschummelt. Ja, ja, mit Nina zusammen sogar. Na, und deswegen durfte Nina heute auch nichts sagen. Ne? War auch abgesprochen. Deswegen heißt es jetzt Rühr, Baby, rühr. Oh, guck mal, mein Schleim sieht sogar richtig gut aus. Der sieht so aus, wie meiner aussehen sollte. Ich wollte so ein Türkis machen. Guckt euch mal meinen Schleim an. Dein Schleim ist doch türkis. Ja. Wollte ich gerade sagen, also nur weil das ein bisschen mein flüssig Schleim. Ist. Versuch das doch mit Kaisernatrum ein bisschen zu strecken. Ja, guck oder mal, so. Da sind so eklige Stücke drin. Diese ekligen Stücke sind von dir. Senf-Zahnpasta-Stücke sind da drin. Oh, jetzt hat's schon wieder gespritzt. Sag mal ehrlich, hast du... Hast du mir eigentlich eben dann Senf ins Gesicht gespritzt? Mann! Ja, ja. Zumindest Senf, Wasser. Ihh, das macht das Ganze nicht besser. Na gut, es gibt Leute, die Senf essen. Ja, ich esse ja Senf, wenn ich eine Bratwurst esse ab und zu. Ah! Ich esse auch Senf. Ja, und warum ekelt ihr euch dann davor? Ja, in Schleim. Ja, ja. Es ist doch bei euch auch im Magen. Oder also hättet ihr auch kein Problem, das als Face-Peeling-Mask oder so zu benutzen. Doch, hätten Pass wir auf, bald der neueste Trend. Curry Ketchup und Senf. Als Face-Mask. Ja, ich brauche hier gar nicht weiter rühren. Bei dir vielleicht. Ich brauche auch keinen Kaisernatron reinmachen, das kann ja gar nichts werden. Aber ich würde gerne Kaisernatron und... Nö. Ja doch, natürlich. Nö. Natürlich. Ja. Ich möchte meine Zutaten haben. Gar nicht mehr schlecht. Danke. Und danke. Das war ja wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen gerade. Die Verteidigung hier von den Zutaten war wirklich sehr gut. Ich war noch müde, ich bin gerade erst aufgewacht. Ja, stimmt. Stimmt. Du darfst sogar von mir aus, guck mal, ich bin jetzt sogar so nett und sage, du darfst sogar noch Schleimzutaten nehmen, wenn du möchtest. Ich brauche jetzt ja hier nichts mehr verschwenden, das kann ja gar nicht mehr werden. Guck mal, mein Schleim an. Ganz oft haben mich schon Kinder bei Instagram gefragt, ist der Kahn eigentlich wirklich so fies? Und ich immer so, nein, nein, der ist eigentlich nett, aber nee, der ist wirklich so fies. Kathi hat ihn noch in Schutz genommen. Ich hab den noch in Schutz genommen. Mhm, und mich beim letzten Mal einfach da rausgeschubst. Ja, komm, ich wollte auch mal gewinnen. Ja, ja, und jetzt gewinne ich mal. Ja, du hast davor auch schon einmal geschummelt naja, bei der Tunnel-Challenge. Ich finde, das sieht trotzdem extrem schön aus, deswegen werde ich dafür jetzt ein bisschen Werbung machen. Wenn ihr mein Poolwasser schön findet, dann könnt ihr natürlich heute auch für mich abstimmen. Kahn hat so einen langweiligen Schleim und ich habe hier so ein Poolwasser, das kann man auch ganz dekorativ irgendwo in so eine Schale reinfüllen, vielleicht noch ein Papierbötchen da draufsetzen. Aber muss ich die Nase zuhalten? Oder, ja, nee, es geht jetzt, es riecht nach Minze einfach. Wollte ich gerade sagen, wie den ganzen... Man kann... Das Ganze hier reingeballert. Und man kann, wenn man möchte, da mit seinen Meerjungfrauen
Barbies dann spielen. Im Senfpool. Das Problem ist, oder das Problem, ich weiß ja sowieso, dass Kathi trotzdem die Abstimmung gewinnen wird heute. Ne? Weil ihr alle jetzt sagen werdet, ja, hier Kathi, ne, das war voll fies. Ja, ist okay, habe ich kein Problem mit. Heute bin ich einfach nur stolz auf meinen Schleim. Guckt euch das mal an. Genau, also, so einen wollte ich haben, so einen Tequila. Ich weiß, ich warum weiß. Du das, wie hast du das denn hingekriegt? Ja. Wenn du wüsstest. Also wenn man damit, dafür nicht abstimmen möchte, weiß ich auch nicht. Ne? Also ich verstehe nicht, wenn man hier nicht für abstimmen möchte, dann weiß ich auch nicht. Das sieht so schön aus. Leute, das war's mit der Powernap Slime Challenge. Hier, nimm ruhig. Kannst du ruhig haben. Guck mal, wie neidisch sie ist gerade. Sehr, sehr sie ist richtig neidisch. Der klebt dir zu viel, also der kriegt nur mal ein bisschen Punktabzug. Das ist mir egal. Ich habe wenigstens Schleim und kein Wasser. Leute, wenn euch die heutige Challenge gefallen hat, natürlich ist hier auch ein bisschen Spaß mit dabei. Am Ende des Videos sage ich das ja, auch noch mal gerne. Ja, da ist ein bisschen Spaß mit dabei. Weil auf deiner Seite ist ein bisschen Spaß. Nö, hier ist... Hier ist überhaupt gar kein Spaß. Habe ich kein Problem mit. Ich habe heute hier tollen Schleim gemacht in der Powernap Slime Challenge. Hat mir wirklich sehr gefallen. Ja, und wir hatten hier ein paar Powernaps. Das war eigentlich ziemlich cool. Ja, also, das dass war man sich schon zwischendurch cool. ausruhen Aber durfte. Wenn jetzt am Ende noch mein Schleim so geworden wäre, wie ich mir den gewünscht hätte, das wäre noch schön. Ja, Können wir bitte irgendwie so Hole-Emojis bei Hole-Emojis? Oder so ein bisschen so schwarz-weiß und traurige ja, Musik ja. im Hintergrund. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gleich gefällt, Daumen nach oben, überhaupt kein Problem. Gerne ein Abo dalassen, gerne auch kommentieren, abonnieren und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Hallöchen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Challenge. Und zwar machen wir heute wieder 24 Stunden die Farbe essen, die man trägt. Wir haben uns noch nicht umgezogen, nein. Wir müssen nämlich erstmal die Farbe ziehen. Okay. Ich würde sagen, wir gehen einfach reihum rum. Kathi, leg mal los. Okay. Was sagt dein Los? Welche Farbe gibt es heute für dich? Mein Los sagt weiß. Ja. Also Kathi muss weißes... Oh, das ist aber nicht so einfach. Weißes Essen essen. Eiweiß und Milch. Wollen wir sagen, den ganzen Tag gekochte Eier. Ich geh jetzt und das Gelbe mal. Muss ich immer überlassen. Ja. Ich gehe jetzt mal weiter. Ich habe braun. Braun ja, ist gut, das kannst du eigentlich ganz viel Schokolade. Wollte ich gerade sagen. Wir haben die schönsten Farben heute ausgesucht. Okay, ich gucke jetzt mal bei mir. Ich glaube, braunes Obst und Gemüse wird ein bisschen schwer. Ich glaube, es läuft auch Schokolade. Doch, Kiwis, aber die sind doch von außen braun. Blau. Blau? Was kann man denn blau essen, bitte? Kann ich ja irgendwie nur Eis und irgendwelche Süßigkeiten essen? Ich erinnere mich noch daran, wir hatten noch mal bei der Regenbogen-Challenge blaue Milch mit... Ja, nee, das will ich aber nicht. Aber nicht gefärbtes Essen, oder? Sondern genau. wirklich ursprünglich wir machen, blaues Essen. Genau, wir machen kein gefärbtes Essen, so wie, das, wie wir das bei der Regenbogen-Challenge gemacht haben oder auch bei der grünen Challenge, sondern wir werden dann in den Supermarkt gehen. Oder kommt die überhaupt mit, Nina? Nein, geh du mal alleine heute. Überrasch uns! Ich darf heute alleine einkaufen gehen, das kann was werden. Ich darf für Karl und Kathi also Sachen aussuchen, für mich natürlich auch. Und wenn ihr nicht mitkommt, dann suche ich mir natürlich die leckersten Sachen aus. Und euch mach mal, wir lassen uns überraschen. Aber suchen wir auch was Leckeres aus. Und wir ziehen uns dann noch um wahrscheinlich, ne? Genau, ihr müsst euch dann umziehen, aber das mal gucken, ob ich überhaupt noch was Blaues habe. Wenn ich wiederkomme. So, dann wollen wir natürlich mal einkaufen gehen für Kathi, Karl und mich. Okay. So, ich bin jetzt erstmal hier bei der Schokoladenabteilung. Und man hat ja hier weiße Schokolade. Das könnte was für Kathi sein, dachte ich mir. Jetzt ist nur die Frage, gibt es auch blaue Schokolade? Ich glaube nicht, aber ich kann ja ganz normal für mich eine Schokolade aussuchen, denn ich habe ja die Farbe braun und deshalb habe ich eigentlich die beste Farbe, weil ich kann mich den ganzen Tag nur von Schokolade ernähren. So, welche Schokolade will ich denn mal? Ich habe ja eigentlich so eine Lieblingsschokolade. Die verrate ich euch jetzt, es ist diese hier. Lecker, 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 lecker. So. Es fängt schon mal gut an, es gibt Schokolade zu essen. Einmal weiß und einmal braun. Und jetzt gucken wir mal weiter, weil wir brauchen hier irgendwas für Kahn. Und blau ist nicht einfach. Oh, ich glaube, ich bin fündig geworden. Wir haben hier nämlich solche Eisbonbons. Und wenn die nicht blau sind, weiß ich auch nicht. Was gibt es noch Blaues? Blau, 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 blau. Es ist nicht einfach. Selbst bei den Süßigkeiten gibt es irgendwie nichts, was blau ist. Blaues Eis vielleicht? So, das Einzige, was blau ist, irgendwie ansatzweise, zumindest bei den Süßigkeiten, sind diese blauen Schlümpfe hier. Die sind auch vegetarisch, das ist sehr gut, weil darauf achtet Kahn immer. Und ich werde es mal hier so ein bisschen sortieren. Blau, braun und weiß. Und ich habe auch noch direkt was für Kathi gefunden mit der Farbe weiß, nämlich Marshmallows. Wenn die nicht weiß sind, weiß ich auch nicht. Die Frage ist nur, womit will man das essen? Man kann ja sich nicht nur 24 Stunden von Süßigkeiten ernähren, deswegen muss ich gleich mal in eine andere Abteilung, wo es hoffentlich mal richtige Sachen zu essen gibt. Ich brauche Frühstück, Mittag, Nachmittag, Abend, also was. Ich habe was richtig Cooles gefunden und zwar ist das blaue Sprühsahne.
Das ist genau das Richtige für Kahn. Ich weiß zwar nicht, womit er das essen will, aber egal. Und hier unten bin ich schon wieder fündig geworden. Mann, ist das dunkel hier in der letzten Reihe. Nämlich Milchreis. Das kann Kathi essen. Milchreis mit Marshmallows. So, wir sind jetzt hier bei Obst und Gemüse und da wird es natürlich schwer, was Weißes, was Blaues und was Braunes zu finden. Aber ich weiß, dass diese Naschi-Birnen, oh, die klebt, da ist irgendwas dran, dass diese Naschi-Birnen von innen drin weiß sind. Deswegen nehme ich so eine für Kathi mit. Und Kathi hat jetzt mittlerweile echt schon am meisten und ich habe irgendwie am wenigsten. Ich denke wieder am wenigsten an mich. Ich glaube, ich habe mal wieder was für Kahn gefunden, nämlich Heidelbeeren oder Blaubeeren. Die sind auf jeden Fall blau, glaube ich. Und die nehme ich jetzt mit für Kahn. Und ich brauche dringend was für mich. Und so beim Shoppen habe ich wieder was für Kahn gefunden. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht so mega überstrahlt, weil es hier doch sehr, sehr hell ist. Und zwar das hier, Blue Break. Keine Ahnung, was das ist. Sieht aber so blau-grünlich aus. Und das nehme ich auf jeden Fall auch mit für Kahn. Ich denke mal, für die läuft es gar nicht mal so schlecht. So, wir sind jetzt bei den Cornflakes angelangt. Und ich habe natürlich was für mich gefunden. Denn Schokoladen-Cornflakes gibt es natürlich. Und ich nehme jetzt diese Choco-Chips hier, die habe ich schon ewig nicht mehr gegessen und heute esse ich sie endlich mal wieder und damit habe ich jetzt, wow, zwei Sachen. Wow! Vielleicht sollte ich wirklich auch noch ein bisschen an mich denken. Mal gucken, was es sonst noch so gibt. Ich bin gespannt, was ich hier noch so finde. Ich glaube, ich bin in der richtigen Abteilung, um für Kathi schon wieder was zu finden, nämlich Fluff. Das ist so Marshmallow-Creme und das kann sie sich auf dem Weißbrot oder auf dem Toastbrot machen, weil das ist ja vermeintlich weiß. Muss ich da jetzt die Rinde abschneiden? Ich weiß es nicht, aber ich nehme es auf jeden Fall mit. Da sind wir doch schon in der richtigen Abteilung. Für Kathi Weißbrot oder Toastbrot. Rinde schneide ich ab und dann geht es auf jeden Fall als weißes Brot durch. Ich bin jetzt hier bei den Donuts und ich habe gehofft, dass es für Kahn leckere blaue Donuts gibt. Und ich glaube, es sieht sehr schlecht aus für Kahn. Ich habe hier allerdings was gefunden, was so in die Richtung geht. Und das würde ich jetzt mal als hellblau durchgehen lassen. Ansonsten geht er natürlich leer aus, aber das wollen wir natürlich nicht. Deswegen hat er jetzt hier noch Donuts. Ich habe heute echt schlechte Karten, weil ich wollte nämlich zum Mittagessen diese Schokoladenpizza essen, aber die gibt es überhaupt nicht mehr, habe ich gerade erfahren. Ich habe extra nachgefragt und deshalb muss ich jetzt so was Ähnliches nehmen, nämlich einfach eine Schokoladensahnetorte. Warum auch nicht? Upsala, das wird mein Mittagessen. Ich glaube, mein Mittagessen, das nehme ich jetzt mal mit. Voll eklig irgendwie. Ich glaube, für Kahn wird es auch nicht besser ausgehen, denn es gibt so gut wie gar nichts, was blau ist, außer Blaubeeren. Und deswegen kriegt er zum Mittagessen, glaube ich noch, oder zwischendurch so Blaubeer-Streuselkuchen. Ich glaube, ich habe wieder was richtig Ekelhaftes für Kahn gefunden. Und zwar sind das Rollmöpse. Und wenn die nicht blau sind, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob er sowas isst. Ich würde sowas im Leben nicht essen. Ich esse ja auch keinen Fisch und auch kein Fleisch. Aber das ist wirklich mit Abstand das Ekligste, glaube ich, von meinem ganzen Einkauf. So, Milch darf natürlich für die Cornflakes auch nicht fehlen. Und das ist echt ganz gut. Die färbt sich ja in meinen Cornflakes braun und Kathi darf die dann auch trinken. Ich glaube, ich bin soweit eigentlich fertig mit meinem Einkauf. Ich nehme mir vielleicht noch ein paar Kekse mit und vielleicht noch ein paar Getränke und dann haben wir es auch schon. So, jetzt bei den Getränken angekommen. Ey, ich finde es schon ganz schön anstrengend, den ganzen Supermarkt nach diesen drei Farben abzusuchen. Ich habe aber mal wieder was Blaues gefunden für Kahn, nämlich dieses Powerade hier. Das kommt hier noch dazu. Kakao könnte ich noch trinken. Ja, ich hole mir noch einen Kakao. Und Kathi ja, ist mit Milch versorgt. Mehr gibt es nicht für Kathi. So, für mich geht es jetzt zur Kasse. Ich habe jetzt alles zusammen und damit werde ich jetzt Kahn und Kathi überraschen. So, ich bin vom Einkaufen zurück, bin ein bisschen nass geworden. Das Wetter lässt echt zu wünschen übrig. Und ich habe auch schon das Frühstück für Kahn und Kathi vorbereitet. Hier einmal Kathis Toastbrot mit Fluff. Ich habe wirklich die Rinde abgeschnitten, damit es auch ganz, ganz weiß ist. Hier fehlt jetzt noch ein Glas Milch, die ist noch im Kühlschrank, die fülle ich gleich ein. Bei Kahn haben wir hier zum Frühstück einen Donut. Ich glaube, das ist auch mit Blaubeergeschmack oder so. Also so ein hellblauer Donut ist das. Da fehlt noch der Smoothie. Der ist auch noch im Kühlschrank. Und ich habe hier natürlich meine Cornflakes. Und wenn ich die dann ein bisschen einweiche in der Milch, dann habe ich quasi Kakao. Und jetzt warte ich nur noch auf die beiden. Und dann gibt's Futter. So, da seid ihr endlich. Ich habe hier schon alles vorbereitet. Zum Frühstück. Ihr müsst nichts machen als euer leckeres Essen. Wir haben auch, ganz kurz, wir haben jetzt unsere Oberteile an. Ja, ne? Also, ja. Meins ist so ein bisschen hellblau. Ich habe meinen braunen Pullover an, beziehungsweise ist gar nicht meiner, gehört meinem Mann. Den musste ich mir extra ausleihen für das Video. Schöne Grüße gehen nach Hamburg. Und ich habe ein weißes Shirt an.
bisschen kühl ist mir das. Wollte gerade sagen, da hast du hier... Ich noch einen Pullover mit. Okay, ist aber nicht schlimm. Was haben wir denn zu essen? Ich fange mal bei mir bei Blau an. Schon. Nina, was hast du besorgt? Du hast das hier... Das ist ein blauer Donut, ne? Ja, das ist ein blauer Donut. Ich hatte eure Sachen gerade schon vorgestellt, übrigens. Ihr müsst nicht Ach so, mehr dazu sagen. Ja gut, dann hätte ich vielleicht noch reagieren können. Ja. Aber das kannst du mal bitte vom Geschmack beschreiben, weil ich habe es einfach gekauft. Ich habe das noch nie gesehen, ich war sehr perplex. Ich lasse den jetzt erstmal auf, ich habe keine Fingernägel mehr. So, meine... Ach so. Danke. Ich dachte, das wäre was zum Aufklappen. Es sieht aus wie Weichspüler. Ich finde, das sieht aus wie so ein, es gibt ja so Swimmingpool-Cocktails oder so. So ja. Es gibt ja so, ja, irgendwo wo so ein Blue. Ja, es sieht spezieller aus, als es schmeckt. Wonach schmeckt es? Es schmeckt einfach nach so ein bisschen, ja, Guave und Apfel, aber Kokosnuss merkst du da eigentlich nicht. Okay, ich darf jetzt auch meine Cornflakes essen, weil die Milch hat sich jetzt braun gefärbt. Ich bin immer noch so ein bisschen zögerlich hier mit meinem weißen Toast. Was ist das? Das ist bestimmt dieses Marshmallow-Ding, ne? Ja. Klapp. Hast du das wenigstens getoastet? Nö, dann wird's ja braun. Ich hab sogar die Rinde abgeschnitten. Und? Schmeckt wie Pappe. Ich schnell ein bisschen Milch hinterher drücken. Ich finde mein Frühstück eigentlich gar nicht so schlecht hier. Das ist gut, zwar oder? Eher so blau-lila schon fast, aber... Ja, sonst wärst du richtig leer ausgegangen. Ich möchte mich nicht beschweren. Ich sag auch noch nicht, was es sonst noch gibt zum Mittagessen und so. Dann müsst ihr euch überraschen lassen, weil ich durfte erst ja heute alles aussuchen. Ja. Ich habe mir natürlich die leckersten Sachen ausgesucht. Schmeckt? Ich glaube, für alle war es ganz gut. Es wird noch schlimmer. Ich tauche das mal in diese Milch ein. Kathi ist ja richtig experimentierfreudig beim Frühstück. Ja gut, dann sehen wir uns später, oder? Ja, zum Mittagessen. Ja, Nina hat uns zum Mittagessen eingeladen. Ich weiß zumindest, dass es Powerade gibt, aber ich muss auch ehrlich gestehen, damit habe ich auch gerechnet. Und ich hoffe, dass ich nicht wieder Milch kriege. Ach, guck mal, und da kommt sie auch. Das ist meins? Ja, okay. Das ist Mittagessen? Es gab leider nichts anderes Braunes. Das ist für dich. Was ist das? Ach, Milchreis. Milchreis mit Marshmallows. Und du hast Blaubeerkuchen mit blauer Sahne. Sieht eigentlich ziemlich cool aus. Aber darf ich das wirklich essen, das da drunter? Ja, das Ding ist, es gab halt nichts, was blau ist. Was kann man blau essen, außer Blaubeerkuchen? Ja, und blauen Schimmel wahrscheinlich. Ja, oder Schimmelkäse. Ah, ich hätte noch was Wichtiges vergessen, Karin. Jetzt kommt's. Oh. Schimmelkäse. Ey, jetzt kommt Schimmelkäse oder sowas. Dann gibt's wirklich Ärger. Also ich habe Milchreis, finde ich eigentlich ganz lecker, aber ich esse das eigentlich lieber so mit Früchten oder so drauf. Sagen, warum hast du da jetzt auf einmal Marshmallows im Milchreis? Keine Ahnung. Nina, was ist das wieder für eine Konstellation? Jetzt kommt's, was ist es? Was? Niemals esse ich sowas! Rollmops, ist das dein Ernst? Es ist blau, ne? Guckt euch die Schuppen vom Fisch an. Ich habe mir schon gedacht, dass Kahn das nicht isst. Aber ja, natürlich esse ich das nicht. Ich wollte es trotzdem dazu holen. Als Auswahl. Falls er nicht so Bock auf süß hat zum Mittagessen, eigentlich isst man Guckt euch mal alleine Katis Blick schon, also. Eigentlich isst man ja nicht süß zum Mittagessen, aber uns bleibt nichts anderes übrig. Also bei uns ist das gerade eher so ein Nachtisch, ne? Geht ja nicht. Sagen, ich bin hier mit Hunger hingekommen. Das ist aber nicht der Pflaumenkuchen, den du gemacht hast, oder? Nein, nein. Gut. Pflaumenkuchen wäre eigentlich über 8 gegangen. Ja, nee, stimmt. Danke. Ja gut, dann lasse ich mir jetzt meine blaue Sahne und meinen Blaubeerkuchen schmecken. Ich muss Schokoladentorte zum Mittagessen. Ich wollte eigentlich diese Schokopizza haben, da habe ich extra gefragt. Ihr wisst schon Bescheid, die gibt's nicht mehr. Nein, okay. Schon lange nicht mehr. Ich dachte, die gibt's irgendwie für immer. Nee, gibt's lange schon nicht mehr. War das nur so Limited Edition oder was? Ja, ich hätte jetzt gerne für die 24 Stunden nur braunes Essen gehabt. Aber, und Karin, wie schmecken die blaue Sahne? Hat die schmeckt gut. Die Sahne schmeckt sonst wie sonst auch. Isst du danach noch die Rollmöpse? Nein, mach ich nicht. Ich wollte sie dir eigentlich schon auf den Teller tun, aber dann dachte ich, dann mache ich sie auf und keiner isst sie. Das ist natürlich verschwenderisch, das machen wir nicht. Ah, nein, ey, wenn ich das schon sehe, ey. Ich tu das wieder in die Küche. Wenn ich das schon sehe, krieg ich zu viel. Und Kathi, wie schmeckt dir Milchreis mit Marshmallows? Ja, gut. Was hättest du dir gewünscht? Habe ich eure Geschmäcker getroffen? Hattet ihr Spaß? Ja, also klar, ich hätte natürlich schon jetzt gerne mein Mittagessen gehabt nach dem süßen Frühstück, was ein bisschen herzhafter ist. Ich hätte jetzt auch aber gedacht, nicht Rollmops herzhaft. Ich dachte Nudeln, vielleicht gehen Nudeln so als Weiß doch irgendwie durch oder so. Aber es gibt doch auch so, ist nicht so weißere Nudeln, das sind so Glasnudeln oder so. So viel Geld haben wir nicht. So viel Geld haben wir hier nicht. Das ist mir wirklich, es gab echt nicht viel. Das sind sehr, sehr schwierige Farben, deswegen haben wir uns das auch bis zum Schluss aufgehoben. Die einfachen Farben haben wir ja schon gemacht. So. Achso, Kathi, willst du deine Milch eigentlich haben? Kathi, bringen Sie die. Ja, von heute Morgen. Mein Kakao ist ja auch noch. Die sind doch von heute Morgen. Ja. Kannst du denn nicht? Ich hab die nicht ausgetrunken. Ah, die hält sich, das Haltbare nicht. Danke, mein Kakao habe ich übrigens auch noch gar nicht getrunken. Aber ich krieg auch gerade hier so einen Schokoladen-Overload. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel Schokolade gegessen, habe ich das Gefühl. Habe ich eigentlich schon eine blaue Zunge? Blaue Zunge und ein bisschen blaue Zähne hast du. Hast du denn Milch was eigentlich? Ist besser als gelbe Zähne gekocht, schon mal. Ja, cool. Das heißt selbst gekocht. Ich habe da Milch reingerührt. Und, ja, gekocht okay. Auf der Herdplatte. Weil es war ja warm. Also. Ja, ich habe das nicht. Ich nehme mir mal hier von dir weiße Schokolade. Die gehört ja Was gibt's denn heute noch?
Sag ich nicht. Nein, also ich meine, gibt's heute nur noch Abendessen oder kriegen wir noch einen Snack zwischendurch? Es gibt noch einen Snack. Abendessen müsst ihr das gleiche essen wie zum Frühstück. Ehrlich? Leute, es war ein bisschen schwer. Ich habe alles eingekauft, was es gab. Ihr wart Zeuge, ihr könnt das echt... Schreibt in die Kommentare, wenn euch noch was anderes eingefallen wäre. Können wir nicht zwischendurch noch was anderes essen? Ich habe eingekauft, ich bin jetzt noch nicht satt. Ich meine, Frühstück und... Du kannst noch mehr haben. Ein kleines Toastbrot und jetzt noch so ein kleines Tütchen Milchreis. Du kannst das gleiche nochmal essen vom Frühstück. Also du kannst noch mehr Toastbrot mit Fluff essen oder eben noch Milchreis, wenn du willst. Da ist noch genug da. Aber ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was euch noch eingefallen wäre zu blau, braun und weißem Essen. Ich hätte natürlich auch noch Nutella essen können oder ein Vollkornbrot oder so, aber im Prinzip läuft alles bei mir auf Schokolade hinaus. Ja. Ja, und bei Kathi und Kahn fand ich es mega schwer. Wobei, Alter. Es gibt auch so Vollkornnudeln, die dann eher so ein bisschen dunkler sind. Ja gut, aber dann... Oder braune Soße. Und so eine Bratensoße dazu oder ja, so. Ja, nein, es gibt auch so, ganz, also ich meine, es gibt Nudeln, die so wirklich sehr, sehr... Genau, aber was isst man dazu? Braune Soße. Ja, und ohne Soße. Was hast du ein... Mann, ich esse hier einen Kuchen und hatte Donut. Was esse ich denn dazu? Als ob sie ein Vier-Gänge-Menü erwartet oder so. Hallo, Nudeln isst man noch mit Soße. Ich werde euch auf jeden Fall noch mal in den Studios besuchen und euch noch einen Snack geben. Ja, ich muss jetzt auch mal ein bisschen Familie Vogel machen. Genau, sonst gibt es keine Videos mehr für euch. Kriegen wir hin. Bis später. Bis dann. So, wir haben uns gut vollgefuttert bei Frühstück und Mittagessen und jetzt will ich mal gucken, was Kahn so macht. Nicht, dass er irgendwas anderes isst oder trinkt, als die Sachen, die er essen darf. Ich habe jetzt hier einmal die Schlümpfe für ihn, dann habe ich hier Blaubeeren und er hat sein Powerade hier stehen gelassen. Das heißt, das nehme ich jetzt mit und dann überraschen wir ihn mal hier in dem Studio. Hallo? Hallo? Na? Ach, hi. Bist du Blue? I'm Blue, ja, die da. Ja, es geht. Powerade vergessen. Ah ja, stimmt, danke. Und ich habe auch noch einen Snack für dich. Ein Snack? Ja, da bin ich mal gespannt. Yeah. Ja, das Mittagessen ist ja noch nicht hier, so lang. Hier, guck mal, da ist sogar was Gesundes dabei für dich. Wow, Blaubeeren. Die finde ich sogar richtig gut. Blaubeeren und etwas Schlümpfe, aber da ist halt das Ding, eigentlich dürftest du den Kopf nicht essen, weil der ist nicht blau. Ja gut, ja. Guck mal. Also, ne, weiß hat ja Kathi, ne? Kann ja. Hier. Ja, mach mal eine extra Schale voll. Naja. Also, Kahn, du bist ganz zufrieden mit deinem Blau, ne? Ja, ist okay. Also, Hauptsache, ich habe jetzt mal Blaubeeren. Und ganz wichtig, bevor Leute sagen, hier ist irgendwas, komm mal kurz mit. Ja. Ich habe hier Süßigkeiten. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Ja. Aber die sind tatsächlich für ein Familie Vogel Video. So. Werdet ihr auch sehen. Ich glaube, okay. Das ist auch schon online. Die sind das, auch zu. Das ist auch schon online, wenn dieses Video kommt. Okay. Na, also macht euch da keine Sorgen. Ich weiß Bescheid. Ich nichts essen. Kahn, halt dich an deine blauen Sachen. Ich werde das gegebenenfalls auch mal überprüfen. Ich werde jetzt Kathi... Warte, hier nochmal. Schöne Grüße an Kathi. So ekelhaft. <Für dich. lacht> So, ich gehe jetzt zu Kathi und dann schauen wir mal. Ja. Ich darf das ja nicht essen. Mann! Nee, darfst du nicht. Hast du gerade? Nein, ich hab's wieder rausgenommen. Gut. Kahn hat die Challenge noch nicht verloren. Er hat im letzten Moment noch drauf geachtet. Bis dann. Ciao. Das darf ich Kathi auf gar keinen Fall erzählen, dass er ihre Weingummis angeleckt hat. So, Leute. Ich bin wieder beim Kekse-Essen. Das heißt wieder. Ich halte mich auf jeden Fall da dran. Braunes Essen. Und jetzt gehen wir zu Kathi und gucken mal, ob sie sich daran hält. Ich habe ein paar Snacks mitgebracht. Und die musste sich jetzt natürlich zur Gemüte führen. Jo! Ach, hey! Hallo! Na, ist das für mich? Ja. Ah, ich sehe schon, alles weiß. Was ist das? Apfel? Pirne? Hm. Oh! Hm. Ich muss erstmal meinen Keks wieder rausnehmen. Das ist Naschi-Birne. Die sind ja noch weißer als normale Birnen. Okay. Was ist das denn, Kathi? Was denn? Ich muss mal kurz meinen Keks hier ablegen. Trinkst du Wasser? Man kann doch nicht den ganzen Tag nur Milch trinken, Nina. Doch! Ich habe dir extra jetzt nochmal eine andere hier, weil du frische Milch lieber trinkst. Habe ich dir jetzt extra nochmal frische Milch geholt und dann trinkt Kathi Wasser. Das ist der oberste Regelverstoß und du hast einen schwarzen Pullover an. Ja, das war mir zu kalt. Leute, was meint ihr? Kathi trinkt Wasser, hat einen schwarzen Pullover an. Mir, ich bin doch kein Baby, ich kann mich doch nicht den ganzen Tag von Milch ernähren. Doch, musst du. Trinkst du jetzt die Milch? Nein. Weigerst du dich? Kathi, du bist... Kathi ist raus. Guck, das hast du davon. Hat sie direkt hier gekleckert. Kathi, du bist raus. Ich habe dir extra auch noch Eisbonbons geholt, beziehungsweise die waren eigentlich für Kahn. Aber in der Verpackung sind die dann weiß gewesen. Warte mal. Ja, ich dachte, die seien blau, deswegen habe ich sie dir gegeben. Ja, du brauchst jetzt auch gar nicht mehr die weiß. Die Birne schmeckt aber gut. Ich nehme das alles wieder mit, vor allem die Schokolade, die hast du dir nicht verdient. Krass. Ja, damit hat Kathi die Challenge verloren und damit ist sie eigentlich auch vorbei. Weil sobald einer aufgibt, haben die anderen natürlich gewonnen. Das heißt, Kahn und ich haben gewonnen. Ich habe mich daran gehalten. Was hast du denn überhaupt getrunken? Den ganzen Tag Kakao oder was? Ja. Ich habe die ganze Zeit Kakao getrunken und ich habe sowieso die ganze Zeit auch Schokolade gegessen, in jeglicher Form. Ich habe ja selbst einen Schokokeks gerade noch gegessen.
Also Kahn und ich haben gewonnen, Kati ist sowas von raus. 24 Stunden eine Farbe essen, die wir tragen. Hat Kati nicht gemacht. Doch, ich trage weiß. Naja gut, aber sie trägt vor allem auch schwarz. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, was wir noch alles in blau, weiß oder braun hätten essen können. Und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen. Und du bist raus, Kati. Und Schokolade nehme ich mit. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Frühbier-Kanal. Leute, heute steht eine neue 24-Stunden-Challenge an. Ja, den ganzen Tag. Und ihr habt es schon, okay, warum lache ich eigentlich? Ihr habt es schon im Titel gesehen. Ich werde heute Bianca und Danja erschrecken, pranken, nerven. All das im gesamten Paket gibt es das heute, all inclusive, ne, den ganzen Tag lang. Und ich habe dafür extra sogar Sachen bestellt. Die zeige ich euch jetzt mal. Ne? Ja, okay, von Ikea nichts, aber ich habe hier, ne, ein paar Sachen bestellt. Was ich damit vorhabe, schaut euch mal diese Bauchtasche an. Passt perfekt zu Bianca. Und ich habe noch ein bisschen was anderes besorgt. Und ich werde gleich mal direkt starten bei den beiden. Mit diesem Stift hier, den kennen wir alle, ne? Kriegen wir einen schönen Elektroschock. Ich muss den auch erstmal testen, ob das überhaupt funktioniert. Das werde ich den ganzen Tag machen, zwischendurch. Ich muss aber erstmal gucken. Oh! Das funktioniert. Okay, ich gehe jetzt zu Bianca als erstes rüber und sage, dass ich irgendeinen Test mit ihr machen möchte. Ne? Dafür nehme ich hier so ein Blatt Papier, ne? Und dafür soll sie ihren Namen erstmal aufschreiben. Aber kommt mal mit. Bianca! Sag mal, was soll das hier eigentlich noch? Immer noch kein Zutritt. Ja, siehst du das? Ha? Alles klar. Warum hältst du dich daran nicht? Ich komme einfach mal rein. Alles klar? Guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Ja, du siehst auch ein bisschen verschlafen aus. Mhm. Mhm. Was hast du denn schon wieder? Ich habe heute ein Video mit euch vor. Ich habe ein paar Tests vorbereitet für euch. Oh. Ne? Das sind so IQ-Tests. Mhm. Oh, guck mal, du bist richtig schön in der Sonne gerade. IQ-Test? Ja, also es wird so ein IQ-Test. Das tust du mir an. Ja, aber es ist relativ easy. Okay, ja, also es fängt an, ne? Ja. Schreib mal bitte als erstes deinen Namen. Gott, du nervst schon wieder. Oh! Dein Ernst? Oh, guter Test, ne? Ey, ich hasse dich. Ey, was tust du? Warum schmeißt du meinen Stift einfach weg? Boah, war da was? Ja, voll der Stromschlag. Nö, hab ich schon einmal, hab ich schon einmal gemacht. Ist schlimm, ne? Das geht jetzt nicht den ganzen Tag so. Oh doch, das wird den ganzen Tag so weitergehen. Aber was es genau ist, werde ich dir nicht sagen. Ne? Es sind ein paar Sachen heute, habe ich vor mit euch, nicht nur mit dir, auch mit Danja. Soll ich das mal vielleicht bei Danja auch machen? Nein. Willst du mitkommen? Die Arme. Willst du das sehen? Ja, das will ich eigentlich schon. los, okay. Ich traue mich gar nicht mal, den anzufassen. Ich habe jetzt voll das Kribbeln in meinem Finger, ey. Wir gehen jetzt zu Danja und versuchen das Gleiche. Du sagst gar nichts, ne? Weil du wirst es dann wahrscheinlich wieder kaputt machen. Okay? Na los. Ja, ich hab schon schlechtes Gewissen. Mega. Danja? Ja? Kommst du einmal? Ja. Guten Morgen! Guten Morgen! Ja, hi. Heute gibt's einen Überfall. Was ist los? Ich habe heute ein bisschen was vor mit euch. Und zwar, ich habe ja eine Challenge angekündigt. Und ich würde ganz gerne ein paar Tests mit euch machen. Bianca durfte den ersten Test schon machen und sie ist ziemlich genervt davon. Deswegen würde ich dich bitten, auch einen Test mal heute mit mir zu machen. Also das wird den ganzen Tag gehen. Das ist der erste IQ-Test. Ne, es kommen noch ein paar andere Tests. Ne? Ich hab ihn nicht bestanden. Schreib dir mal deinen Namen da bitte auf. Was hier drauf? Ja, ja. Ja, du musst deinen Namen da einmal aufschreiben. Auf die. Hä? Guck mal, sie hat gar nicht so krass reagiert. Was ist? Okay, ich hab den voll weggehauen. Ist das mit dem Stift? Ja, natürlich ist das mit dem Stift. Ist das nicht schön? Nee, Quatsch. Hallo, nicht kaputt machen. Hörst du mal auf, meinen Stift kaputt zu machen? Guck mal, Danja hat gar nicht so reagiert. Ja, geh ruhig. Nein, nicht was. Das ist ja nicht so, mein Name. Nee, das war. Nein, das war. Es ging nur um den Stift. Aber Danja hat es mal wieder gar nicht gemerkt. Okay. Ich hab's gemerkt, aber es ist halt nicht so super schlimm. Eiskalt. Geschockt in dem Moment. Es hat halt vibriert einfach im Finger, aber ich habe mir jetzt gedacht, ja, das war natürlich. Danja ist, was das hier angeht, eiskalt. Aber ihr dürft euch freuen, das war nicht der letzte Test heute. Ja, vielleicht habe ich doch alles schon abgekriegt, genau. Ja, immer wie letztes Mal auch. Ich glaube, ich habe den ganzen Strom abbekommen. Das zieht schon so. Ja, ne? Ich finde das immer noch. Ich habe mir gedacht, das ist so eine richtig typische Kartaktion. Na gut, bei Bianca sah es ein bisschen heftiger aus. Ist aber nicht schlimm, denn ich habe heute noch einiges, also wir haben noch einiges vor. Also ich werde euch noch... Aber nicht mehr solche Sachen. Wer weiß. Wir sehen uns später. Wir haben ja noch ein bisschen was vor zwischendurch. Hm, Danja, das war gar nicht so schlecht. Aber bei Bianca hat es auf jeden Fall geklappt. Und ich möchte ehrlich gesagt gerade nicht locker lassen. Das macht mir Spaß, denn ich habe schon
was Weiteres hier in der Hand. Das ist jetzt nur für Bianca, weil ich glaube, Danja wird darauf nicht reinfallen. Bianca hat ja letztens schon erzählt, dass sie vor Spinnen sehr Angst hat. Das werde ich natürlich jetzt ausnutzen. Na, und nochmal nachfragen, was denn bei ihr so los ist. Also wir gehen jetzt direkt nochmal rüber, weil damit rechnet sie wahrscheinlich nicht. Komm, diesmal klopfe ich an. Was soll das denn heißen? Ja, das kannst da nur du sein. Sie hat gerade gesagt, wer nervt? Ne? Ich weiß nicht, ich kann irgendwie bei dir nicht locker lassen. Ich hab zwar gesagt, ich gönn dir eine Pause, aber weißt du was? Ich wollte mich eigentlich, also ob du mir glaubst, eigentlich nur entschuldigen für eben. Ich hab echt Angst, irgendwas anzufassen. Deswegen habe ich ein Geschenk für dich. Boah. Also ich kann dir versprechen, es hat nichts mit Strom oder so zu tun. Wirklich gar nichts. Wirklich? Nein. Warum gehst du so weit weg? Nee, mach's einfach auf. Boah, du musst schnell ziehen. Weil wenn du langsam ziehst, dann könnte es ein Problem werden. Boah, hör mal auf, ey. Ich hab echt Angst. Kann ich das so machen oder muss ich das wieder... Wie du willst. Das ist nicht so. Nein, nicht so. Sondern wirklich einfach vor dir aufmachen. Da passiert schon nichts. Glaub es mir. So ziehen. Ziehen, ja, zu dir ziehen. Oh Gott! Oh Gott! Oh, das kannst du mir nicht antun. Bist du verrückt? Oh Gott, mein Herz. Rocky, bitte. Auch wenn das nicht echt ist. Okay. Ehrlich? Oh. Ich wusste nicht, dass das so schlimm ist. Guckst du mal, ich zitter direkt. Sorry, ich wusste nicht, dass das so schlimm ist. Ich hab voll die Spinnenphobie, ne? Ja, ich weiß, aber so, das ist keine echte, hallo. Ich weiß, aber das ist alleine, oh Gott, schon der Gedanke daran. Okay, du schaffst das immer wieder. Machst du es dann für heute? Es tut mir leid, aber ich wusste wirklich, dass jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen schon fast. Jetzt habe ich schon fast ein schlechtes Gewissen. Ey, wenn die jetzt echt wären, ne? Ich wäre... Oh. Echt so krass? Ja, ich habe eine richtige Spinnenphobie. Ich krieg richtig Panik. Mit sowas kannst du mich immer erschrecken. Das ist ganz, ganz schlimm. Okay. Geht's wieder? Ja, es geht. Es tut mir leid. Ja. Bianca, aber wobei eigentlich tut's mir nicht leid. Ja, ich wollte gerade sagen. Aber dass es so leid. Schlimm ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich wusste nicht, dass das bei... Guck mal, ich habe es extra wieder schon zugemacht. Ich wusste nicht, dass das bei auch ja nicht echten Spinnen so bei dir ist. Ja. Heißt du hast auch Angst vor Spider-Man? Okay. Ja. Nee, der war schlecht. Der war sehr gut, der war sehr gut. Der war nicht gut. Okay, das heißt, das willst du wahrscheinlich nicht haben. Nee, bitte. Meinst du, damit bekomme ich dann ja trotzdem... Ja, entspann dich, ich pack's hier hin. Ich glaube, völlig entspannt, was sowas angeht. Soll ich es nochmal einmal versuchen? Versuch's mal. Einmal versuche ich es nochmal, ne? Aber ich glaube... Gut, bei Bianca lasse ich das ab sofort sein, weil ich möchte für nichts hier verantwortlich sein, wenn mal hier was passiert. Nein, da passiert nichts, aber du kannst... Auf jeden Fall hast du es gut geschafft, mich zu erschrecken. Sehr gut. Also dein Ziel ist erreicht. Aber ich hoffe, das war's für heute. Nee, war es nicht, aber es wird nicht so schlimm, das kann ich dir schon sagen. Danja? Ja? Ist so dunkel bei dir. Hm. Wo ist denn dein... Hä? Wo ist denn dein PC? Ja, der ist noch im Auto. Der ist noch im Auto? Ja. Kannst du vielleicht kurz hier mal... Ja, ich momentan spazieren. Kannst du einmal kurz hier aufmachen, damit wir ein bisschen Licht haben? Ja. Was brauchen wir denn eigentlich? Ja, ich will einfach nur ein bisschen Licht hier haben gerade. Okay, du willst passt. Einfach Licht bei mir. Okay, ich dachte mir eben, das war ein bisschen zu krass. Oder was heißt zu krass? Ne? Ich wollte mich einfach nur ein bisschen dafür entschuldigen. Ne? Bei dir hat es zwar nicht geklappt, aber trotzdem, ich muss die Entschuldigung auch bei dir durchziehen. Mhm. Deswegen dachte ich mir, habe ich ein kleines Präsent für dich. Na toll. Okay. Kannst du gerne öffnen. Es ist nichts Schlimmes. Es ist auch kein Elektroschock oder irgendwie sowas. Ich bin mir unsicher, weil ich weiß, dass... Also du musst es nur nach vorne ziehen. Ja, das dachte ich mir schon. Also ich glaube, wenn du das bei Bianca machst, dann... Ja, die war auch gerade sehr, sehr erschrocken. Aber du musst das auch mal, du machst immer... Ja, du musst das auch durchziehen hier! Bei dir, weißt du was, bei dir klappt das heute gar nicht. Ich lass dich in Ruhe. Ich habe auch keine Angst vor Spinnen. Nein, das hat damit nichts zu tun, aber wenn man das so aufmacht, ne? So? Das macht doch nichts! Du kennst mich doch, ich bin langsam. Und ich kenn dich auch. Ja gut, ich werde dich wahrscheinlich heute dann ein bisschen anders nerven. Zumindest erschrecken klappt ja bei dir nicht. Doch, es klappt schon, aber nicht so. Nee, erschrecken klappt bei dir nicht. Ich habe aber was anderes dann für dich geplant. Ich lass dich mal. Jetzt lass ich dich wirklich in Ruhe. Viel Spaß ohne PC. Ich muss schon sagen, also bei Bianca war es ein bisschen krass, habe ich nicht mit gerechnet, aber sie hat es meinte, ne, danach auch, ne, wo die Kamera dann aus war, alles gut, ne, sie hat sich halt einfach nur sehr erschrocken, ne, also ich habe fast ein schlechtes Gewissen, aber auch nur fast. Bei Danja klappt das irgendwie nicht, deswegen muss ich sie wahrscheinlich eher mit anderen Sachen nerven, aber das große Finale ist dann für sie geplant, ne, das wird sie definitiv, was heißt, doch, es wird sie sehr nerven, das große Finale, aber das kommt dann später. Ich glaube, ich muss mich jetzt erstmal bei Bianca entschuldigen, wobei, das mache ich später, ne, und dann mal gucken, wie sie darauf reagiert, also bis später oder für euch, in ein paar Sekunden.
Annika! Ihr habt das nicht gesehen. Und sie hat sich schon wieder erschrocken. Alles gut bei dir? Nee. Weil wenn du kommst, ist nichts gut. Ja, okay. Es wird natürlich wieder Zeit für einen Kaffee, ne? Ja. War bisher ein stressiger Tag für dich. Ja. Ich krieg wegen dir schon Fall. Ich habe eine Überraschung für dich. Willst du mal mitkommen? Komm mit, ich habe eine Überraschung für dich. Nein, nein, kein Erschrecken, wirklich nicht. Versprochen, ja, versprochen. Hoch und heilig, ne? Guck mal, ich habe ein Geschenk für dich. Gold. Hä? Komm. Anfassen. Du brauchst, kannst das ruhig anfangen. Guck mal, ich habe echtes Gold für dich besorgt. Guck dir das mal an. Klar. Du freust dich ja gar nicht über das Geschenk als Türstopper. Was soll ich damit? Kannst du dir bei dir ab... Ich meine, du legst... Obwohl, ne? Du zeigst mir ja damit, dass ich Gold wert bin. Eigentlich nicht, sondern eher ein Türstopper. Aber ich dachte, vielleicht freust du dich über ein bisschen Gold als Türstopper, weil ich meine, YouTube-Money und so ist natürlich schon, ne, ziemlich viel bei dir. Ne? Ja, na klar. Ne? Nee, damit willst du jetzt alles wieder gut machen, oder was? Ja, noch nicht ganz, es kommt noch was. Also später mache ich noch mal was gut. Was, ne, gut? Ja, ich bringe dir was ganz Exotisches zu essen. Ich bereite dir was... Was heißt bereite? Ich habe was bestellt, das gibt es hier bei uns gar nicht. Hm. Ehrlich? Wenn ich das schon wieder höre. Nein, nein, das ist es wirklich. Also sind ganz... Ich sag dir es jetzt schon, kannst du später in mein Studio mal kommen. Es sind ganz normale Chips, aber mit einem Geschmack. Ich sag mal so, die ekligen Bohnen, ne? Wirklich, ne? Also ich vertraue dir null. Aber warum freust du dich null. Denn nicht über dein Geschenk? Ja, weil ich nicht glaube, dass das von Herzen kommt. Ich meine, das ist Gold als Türstopper. Ja, das ist nett. Dankeschön. Aber damit hast du es immer noch nicht gut gemacht. Immer noch nicht? Ja gut, vielleicht mit den Chips, die du später bei mir abholen kannst. Ja, wenn du sagst, dass eklige Bohnen nichts dagegen Nein, kann, es ist halt ein sehr, sehr besonderer Geschmack. Aber das ist so, also es ist Chips, aber eklige Bohnenprinzip. Ne? Also es sind verschiedene Geschmacksrichtungen vorhanden. Mhm. Ich hoffe, ihr habt Mitleid mit mir. Nein, heute mir nicht. Mir angetan wird. Ja, tut mir leid, du hast letztens auch, kann ich dich an deine Hide-and-Seek-Challenge erinnern? Ja. Wo du geschummelt hast. Ja, pass mal auf. Guck mal, die will das Gold gar nicht mehr loslassen. Weil ich Gold wert bin, ne? Ich bin richtig goldig. Ja. Goldini! Ja. Obwohl, du siehst heute auch aus ein bisschen wie Goldini. Wie sieht denn ein Goldini aus? Ich weiß nicht, bunt. Keine Ahnung. Okay, sie hat sich anscheinend über ihr Geschenk nicht so gefreut. Da gibt es vielleicht andere Personen, die sich freuen würden. Du nimmst mir das bestimmt weg und gehst zu Danja und sagst, Danja, guck mal, Nein, ich wollte es wieder gut machen. Für Danja habe ich ein anderes Geschenk. Das kannst du dir dann später in der Aufnahme noch angucken. Ah. Ganz besonders, sage ich dir jetzt schon. Bin ich ja gespannt. Okay, bis später. Bis dann. Okay, das Geschenk, was ich Bianca gemacht habe, hat nicht so ganz geklappt. Sie war nicht so genervt, ne? Sie hat mir direkt nicht abgekauft, was es ist. Aber für Danja habe ich ein viel besseres Geschenk. Und sie hat es von mir auch schon bekommen, weil es soll für euch eine Überraschung werden. Und mal gucken, wie sie aussehen wird. Sie ist schon da, okay. Hello. Okay, warte. Kannst du das ein bisschen runter machen? Geht das? Weil, runter? Ja, also ein bisschen lockerer, ja. Hast du deinen Bauch abfotografiert und... Eher dein. Hä, warum meinen? So sieht deiner doch in echt auch aus. So haarig. Ja, stimmt. Ist die schon sehr nice. Ja, es passt, ne? Ja. So was für ein Urlaub. Ne, also stell mal vor. Warum für ein Urlaub, für den Alltag? Das ist total super. Ein haariger Bauchnabel. Ich kenne ja da gar nichts, ne? Da, guckt euch an, ist es nicht ein Traum? Es sieht wirklich sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Ja, das hast du toll ausgesehen. Ist ein Geschenk für dich. Dankeschön, das ist aber nett. Aber du siehst gar nicht genervt aus, sondern das freut dich, glaube ich, eher, dass du sowas hast. Ja, ich find's lustig. Ja. Es klappt halt irgendwie alles nicht so, wie du dir das vorstellst. Ja, bei dir zumindest nicht. Aber ich habe auch ein großes Finale für dich geplant. Deswegen ein grandes Finale. Ja, ist das überhaupt kein Problem. Ich wünsche dir viel Spaß mit deinem neuen Bauchnabel. Dankeschön. Ja? Oh mein Gott. Ich weiß nicht wieso, ich hatte das irgendwo bei Amazon oder so gefunden. Ne? Ich fand es ziemlich witzig, deswegen dachte ich mir, bestelle ich sowas mal für Danja. Aber ihr hat es ganz gut gefallen, das heißt, sie ist gar nicht genervt. Ist aber auch überhaupt nicht schlimm, weil ich fand es einfach sehr witzig zu sehen. Oder was sagt ihr, Leute? Na, schreibt mal gerne in die Kommentare, diese Bauchtasche. Wer würde die nicht gerne haben? Ha? Okay, wir müssen jetzt erstmal noch weiterdrehen und wir sehen uns später. Hallöchen, Bianca! Hallo! Ich habe für Bianca wieder ein tolles Geschenk. Ich habe es ja heute ein bisschen früher schon angekündigt bei dir. Wir haben die tollen Chips. Ja? Schmecken eigentlich ganz besonders. Gut, steht da nur mal drauf, ne? Ja, deswegen. Ne? Aber du musst erstmal vielleicht nicht probieren, sondern riech erstmal dran. Hast du auch schon dran gerochen? Ja, das sind ziemlich eklig. Ist das toll. Warum soll ich das eigentlich machen? Was habe ich davon? Ja, mach es doch einfach. Es ist eine Challenge heute von mir.
Oh Gott! Du machst mich echt wahnsinnig. Wirklich. Was ist denn los? Wahnsinnig. Eine Schlange. Also Angst davor habe ich nicht, aber ich bin erschrocken. Okay, was haben wir hier noch? Okay, das sind irgendwelche Käfer. Irgendwas ist hier noch rausgekommen. Ja, noch ein weiterer Käfer. Guck mal, jetzt hast du die ganzen Käfer in meinem Studio verteilt. Ja, aber ich wusste das ja auch nicht. Ey, du machst mich echt... Und? Wie riechen sie? Ja, nach Ey, du machst mich echt verrückt, wirklich. Ja, heute ist mein Tag bei dir, ne? Aber du hast es geschafft, mich jedes Mal zu erschrecken, ne? Ja, aber ich muss auch ehrlich gestehen, bei dir ist das nicht so schwer. Mhm. Bei dir auch. Geht das ziemlich einfach. Ja, ja, weil ich, wenn ich was nicht aber weiß... Aber warte mal, vor den Käfern hast du keine Angst. Also ich finde die jetzt nicht so toll. Aber ich hatte schon mal so eine Schlange hier am... Ja, gerade, ich glaube, im Kindergarten und so macht man das auch öfters. Dass jemand, ja ehrlich, dass jemand so mit einer Also keine gefährliche Schlange. Bei uns war das manchmal so. Ha? Britney Spears macht das auch. Dir ist schon klar, dass du nicht Britney Spears bist. Das will ich gar nicht sein. Ja, es hat aber auch bei dir wieder geklappt, ne? Ja, hast du das bei Dania schon gemacht? Ja, bei Dania werde ich das nicht machen, das wird ja nicht klappen. Meinst du? Soll ich es probieren? Ja, probier. Komm. Es tut mir leid, ich bin heute schon den ganzen Tag so entmutigt, was das angeht. Ach so. Ich werde dich nochmal. Ich habe bei ihr was. Soll ich dir sagen, was ich bei ihr vorhabe? Yeah. Ich habe ein paar Bälle bestellt fürs Bällebad. Ne? Die werde ich bei ihr im Auto verteilen, alle. Oh, du bist böse. Ja. Oh, da wird sie genervt sein. Genervt definitiv. Das, aber ich muss später erstmal einen Schlüssel noch irgendwie besorgen. Warten wir ab. Ich weiß, wo er ist. Ja, ich weiß auch, wo der Schlüssel immer ist. Nun gut, okay. Bei Bianca hat es mal wieder geklappt. Es war wirklich sehr, sehr gut. Vielleicht, versprochen, ich habe bestimmt heute nichts mehr. Also ich werde es nicht ankündigen. Ich hoffe es. Bis später. Bis dann. Okay, Bianca ist jetzt kurz rausgegangen. Das werde ich natürlich nutzen. Für mich, die haben mich ja damals mit dieser Game Master Maske erschreckt. Ich mache das jetzt hier. Einfach nicht. Was ist das denn? Ich dachte, vielleicht, so wie du morgens aussiehst, so ne, konfrontiere ich dich mal morgens. Sag mal, wie das aussieht. Setz du mal auf. Ich muss es nicht aufsetzen. Doch, 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 doch. Ich will auch so oft. Ich wollte gerade sagen, kein. Du siehst aus wie der Typ von Herr der Ringe. Warte, hier ist es da. Nee. Geht das? Nee, ist okay, ist okay. Ja. Na gut. Jetzt wirklich versprochen, Bianca, dein Tag ist jetzt fertig. Ja, ne, wir sind sowieso kurz vor Aufnahmeschluss, ne, mit den anderen Sachen, aber das war's heute jetzt wirklich. Ja, ich glaube, das reicht dann auch langsam, oder? Ja, ich habe jetzt nur noch die Sache mit Dania vor, ne, und dann war's das auch. Ja. Wirklich, versprochen. Also ich muss sagen, ich habe die Kamera gesehen, deswegen bin ich nicht so erschrocken. Okay. Du hast sie halt etwas... Gut, hätte ich vielleicht ein bisschen besser machen müssen, aber trotzdem war so ein bisschen der Blick. Ja, aber die anderen Dinge sind ja... Ja, ich glaube auch. Was war so heute dein ultimativer Favorite? Ja, das Favorite? Also ja, das Schlimmste war das mit der Spinne. Okay, gut, das hat geklappt mit dem Erschrecken. Ja, es hat alles eigentlich geklappt. Ja, okay, das vielleicht nicht so ganz. Nee. Ich wollte sagen... Hättest du gar nicht aufsetzen müssen, hätte ich auch einfach so hinstellen finde können. Finde den Fehler, kein Fehler. Nee, ich wollte gerade sagen, du hättest auch einfach so stehen bleiben können. Ja, gut. Okay, dann muss ich mir fürs nächste Mal vielleicht noch was anderes denken. Das war natürlich bestimmt nicht das letzte Mal, dass ich dich erschrecke. Ne? Aber für heute wirklich, es war's. Ich mache das jetzt nur noch mit Dania. Ich muss gleich gucken, hast du sie zufällig draußen gesehen oder so? Nee. Okay, gut. Dann muss ich noch mal gucken, ein bisschen abwarten. Vielleicht mache ich das dann später, weil ich muss ja die Bälle bei ihr reinpacken. Ne? Ja. Okay, bei dem großen Finale wollte Bianca auch dabei sein. Kann sie gerne machen, weil sie kann die Schlüssel jetzt besorgen. Das wäre vielleicht... Ja? Okay, perfekt. Hast du? Ja. Eigentlich will ich dich nicht unterstützen, aber es ist ein bisschen Spaß muss sein. Du wolltest doch jetzt mitmachen. Na, auf jeden Fall, komm mal mit. Ich sag dir, wie wir das jetzt machen. Also, wo ist Dania? Dania weiß. Ja, sie ist unterwegs. Perfekt. Okay, also sie ist draußen gerade irgendwie. Gut, alles klar. Wie du sehen kannst, habe ich hier insgesamt 400 Bälle. Ne? Ja. Die werden wir jetzt bei ihr im Wagen mal platzieren. Gut, wir müssen jetzt einmal kurz eine Umzugsaktion starten. Das muss relativ schnell gehen. Deswegen mache ich die Kamera kurz aus. Wir sehen uns gleich. Hör auf! Wir sehen uns gleich im Auto, okay? Bis gleich. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Läuft? Ja.
Okay, alles klar. Ich hoffe, weil ich will das ja sowieso alles hier drin haben, ne? Oh mein Gott! So! Hier ein bisschen. Guck, das ist so ein Massagebecken. Warte. Gut. Und der Rest kommt jetzt noch mal. Aber noch nicht auf mich! Boah, Kahn, wie soll ich hier aussteigen? Schaffst du schon. Ja, ganz toll. So, wir haben zumindest das vorne jetzt alles hier mit Wellen. Guck mal, das passt sogar zu deinem Oberteil. Ja, ganz toll. So, warte. Wie sieht's aus? Ja, sieht doch sehr, sehr gut aus, oder nicht? Ja, es sieht wirklich gut Möchtest aus. Möchtest du ihr vielleicht, soll ich ihr schreiben? Ich schreibe mal jemand, ich glaube, jemand hat einen Kratzer in deinem Auto. Ja, warte. Du, Danja, ich glaube, mit deinem Wagen stimmt irgendwas nicht. Kann es sein, dass da hinten der Kratzer, dieser also echt heftige Kratzer schon immer war? Weil da stehen auch ein, zwei Leute gerade da. Ich glaube, da gibt es ein kleines Problem. Ich warte hier, ne, auf dich. Bis gleich. Bist du böse, ne? Ich würde totale Panik schieben jetzt. Ja, ich weiß. Deswegen, kommst du trotzdem irgendwie raus? Versuch's ja, mal, Kamera. Ich nehme mal die Kamera, warte. Ist ja doch so... Parkplatz hier, ne? Ist echt nicht... Ja, ich muss aufpassen, dass es die Bälle hier nicht raus. Ja, ich wollte gerade sagen, alle auf dem Boden bitte oder so. Ist in Ordnung. Oh, das sieht echt schön aus. Tür zu! Oh, sieht echt klasse aus. Oh ja. Jetzt warten wir mal auf Danja. Guck mal, wer da ist. Jetzt bin ich da und du bist da und die Kamera ist da und Bianca ist da. Mein und die Auto sind keine. Ja, das aber auch. Muss, warum? Ich muss dir was gestehen, es war nicht meine Idee, ne? Ich habe gesagt, das große Finale ist für dich. Er ist schuld. Boah, ich sehe schon. Boah, ihr habt doch echt. Ey, was ist eigentlich falsch mit dir? Was ist denn bei dir kaputt? Jetzt hast du mich hier vom Essen. Habt ihr. Mach mal auf. Mach mal auf. Ja, natürlich, wir waren alle dabei. Ey, du hast echt so. Ey, was fehlt? Was ist bei dir falsch? Ja, einiges. Musst du jetzt das ganze Zeug da raus? Nein, das kommt gar nicht in Frage. Aber komm, guck mal, das eigentlich hast du ein bisschen Wellness jetzt in deinem Auto. Wenn du so eine Massage am Rücken Was brauchst, machst du denn eigentlich hier? Ja, ich wurde heute so... Hallo, hier nicht damit rumschmeißen jetzt. Ich wurde heute so geärgert und dann dachte ich mir, ich bin nicht alleine. Okay, Danja, also, das große Finale gewesen. Ich weiß, es ist sehr hell, aber wir kriegen es gerade nicht dunkler, weil wir voll in der Sonne sind. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ne? Ja, ich glaube auch. Ciao! Kannst du selber machen, ist mir egal. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Filmmeer-Kanal. Leute, heute sind wir im Superfly Airsports in Düsseldorf, im Trampolinpark. Und wir haben heute was vor, und zwar was? Wir spielen Höre Mystery. Yes! Und ich habe heute festgestellt, weil ich war jetzt nicht da, dass wir eine neue Waffe haben. Ja! So, wir mal die. Wir nein. Los. Also! Das hat voll Wumms, ey. Okay, Claudio zu mir. Wir spielen heute Murder Mystery. Kurze Info für euch. Im Laufe der Woche kommen noch mehr Videos von hier. Also ihr dürft euch auf viel freuen. Falls ihr Infos zum Superfly Airsports haben wollt, vielen Dank, dass wir hier erstmal drehen dürfen. Dann einfach in die Infobox schauen, okay? So, Eva, versteck mal die, Mörderwaffe. Geh mal mit, Claudio. Claudio, komm mal mit. Wo soll die hin? Hier rein? Steh mir mal da rein. Ich finde, da ist sie gut versteckt. Claudio, komm mit. Wo kommt die hin? Das mach ich lieber nicht. Die Waffe des Sheriffs kommt hier hin. Oh, okay. Und wie viele Schüsse hat er? Drei Schüsse wieder für jeden, ganz klassisch Murder Mystery. Und jetzt ziehen wir erstmal unsere Karten und gleich mit zwei Kameras. Gut, mit Kamera darf als erstes ziehen einer. Entweder Bianca oder Danja. Ja, okay, komm, ich zieh. Ja. So, am besten verschwindest du irgendwo in eine sichere Ecke. Ciao, Kakao. Claudio, los! Jetzt bist du dran. Bleiben wir nur hier oder überall? Überall. Überall. Wo du kannst. Wo, so. Auch immer du dich wohlfühlst. Ich zieh jetzt nicht. Und sicher. Der war auch schon ein. Ich versteck mich hier. Wow. Kann mich keiner sehen. Dann ist das ja wohl hier mein Zettel, ne? Aha. Entschuldig. Was machst du hier? Nichts. Bist du gar nicht. Ja, ich bin unschuldig. Bist du nicht? Ich glaube dir nicht. Ich habe gehört, dass du vorkommst. Nein. Wenn, dann würde ich es dir nicht sagen, aber nein. Ich bleib die ganze Zeit hier. Hier kann man mich nicht erwischen. Gott, ich komme hier nie wieder runter, glaube ich. Ich glaube ich allerdings auch. Okay, Leute, also ich bin unschuldig. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wer sich hier gleich eine Waffe schnappen wird. Bianca, bist du? Was? Wer bin ich? Ich versuche mich gerade.
Ich glaube, es ist Eva. Ich sag's euch, es ist Eva. Weil Eva geht schon so zielstrebig dahin. Nein, das ist Kahn. Du bist es? Du bist es? Ey, du bist doch, warum läufst du dann dahin? Um zu gucken, wer es von euch ist. Warum läufst du dahin? Bist du es? Ja. Bist du es? Ja, ist doch gut. Karl, ist es! Eva! Ja, bist du? Wir schießen ihn ab! Oh Gott. Killed. Bianca wurde getroffen von Kahn. Eva, du musst ihn holen. Schnapp ihn dir. Eva, was wird das? Ja, ich wollte gerade sagen, was wird das? Ich hasse dich. So, jetzt sind noch Claudio und Eva. Und Eva, du hast noch eine Patrone. Ja. Eva, enttäusch uns nicht. Ja! Nein, ich hatte dich. Niemals! Doch! Sie hat dich. Nein! Doch, die Patrone ist doch sogar zurückgeflogen. Die ist von hier zurückgeflogen. Nein, so ein Käse, sie hatte dich. Ich hab's gefilmt. Nein, ich schwöre es. Ich schwöre es. Ich hab es gefilmt. Guck. Und ja, wir haben leider Claudio. Verloren. 1-0. So Leute, diesmal ist die Waffe. Diesmal ist die Waffe da hinten. Also das Schwert auf dem Balken da. Eva hat eine Kamera, das heißt, du darfst als Erste starten, nicht als Letzte. Cool. Ich habe ja auch die Runde gewonnen. Wenn Claudio sogar sagt, ich wurde nicht getroffen. So, der Nächste. Ich nehme jetzt einfach mal. Mach ruhig. Aber weg. Eva, weg. Ja, ich bin weg. Gehe. Okay, so. Ich weiß leider noch nicht, was ich habe. Ich bleib lieber in der Richtung des Schwerts. Sheriff, ich bin der Sheriff. Ich muss irgendwie zur Waffe kommen. Okay. Es wird natürlich schwer jetzt mit der Kamera und dem Nachladen. Okay, das Schwert hat auf jeden Fall keiner. Okay, die Mordwaffe liegt dort noch. Daniel ist es, ne? Ja. Habt ihr ein Glück, dass ich heute der Sheriff bin? Bist du? Ja, klar! Da siehst du mal, wie schwer das ist, mit dem Ding zu schießen. Dann. Komm, ja, aber sie hat die Waffe nicht. Ja, aber. Die Waffe vielleicht. Willst du die Kamera abgeben an Claudio? Willst du mich. Aber vielleicht ist er der Mörder. Ja, komm. Komm, verfolg mich. Ich bin der Mörder. Komm, verfolg mich. Oh Gott! Ich bin nicht der Mörder. Safe bist du der Mörder. Ich bin nicht der Mörder. Wow! Ich habe beschuldigt, der Mörder zu sein. Ey, kann jetzt mal bitte der Mörder die Waffe holen? Das wird sonst zu langweilig. Jetzt macht es! Dieses Video läuft schon 3 Minuten. Los jetzt! Ich gehe jetzt da runter und gucke nicht. Wow! Ist er es wirklich? Ja, er hat mir gerade die Kamera gegeben. Er konnte ja nicht weg. Oh, jetzt Showdown. Damit ich das filmen kann,
gekillt! Für mich, ja, egal. Erst angeschwitzt. Für mich müssen sich gewisse. Guck mal wie. Für mich müssen sich erstmal gewisse Leute opfern. Oh. Du kannst. Wow. Ist dir warm? Wow. Ein bisschen. Gut, okay, dritte Runde. Ja, let's go. Let's go. Ey, ich schwitze voll. Nein, 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 ich will als erstes. Ich war eben als letztes. Nein. Doch, doch. Lass mich. Ich geh jetzt mal hier in die andere Ecke. Ist er der Mörder? Ich soll hier. Bist du der Mörder? Nein. Das gibt's doch einfach nicht, dass ich schon wieder unschuldig bin. Ich will auch mal Mörder sein. Oder Sheriff. Mit der neuen Waffe ist es nämlich ziemlich cool, der Sheriff zu sein. Ist einer von euch? Schon wieder, Eva? Wo bist du so schnell? Warte, ich lass die Kamera jetzt bei mir. Jetzt machen wir Minecraft in real life. Können wir hier noch so Herzen reinmachen? Guck mal, Eva ist schon wieder. Diesmal gehe ich mal hier. Es ist schon wieder Kahn. Und dann die ganz schnellen. Ich will doch nicht laufen, wenn ich sehen würde, der ist so nah neben mir. Wo ist er denn? Du warst schon da, ich sag. Was machst du da? Er versteckt sich. Er versteckt sich aber in den Ohr. Du musst da nicht hin. Komm, Kamera gegen Kamera. Du schaffst das, Danja. Fokussier dich auf ihn. Ah! Ein Monster! Gut gespielt. Ich konnte nicht mehr. Ja, damit hat auch Danja einen Punkt und wir kommen zur finalen Runde. So, Claudio, du darfst als erstes. Können wir nochmal drüber reden, dass ich Kahn gerade erwischt habe? Ja, komm, ein Punkt. Also ich 0-0. Glaube auch, dass ich jemanden erwischt habe. Aber nein, nein, wirklich nicht. Claudio hat sogar nein gesagt. Ich habe wirklich so, nicht wir gucken mal. Danja habe ich gespürt. So, schafft Claudia dieses Parcours, diesen Parcours hier. Natürlich schafft er. Oh.
schaff das doch nicht so recht. Da wäre ich fast runtergefallen. Wer ist denn der Mörder? Ich mache einen Vlog, ja. Kann. Ich bin der Claudio. Ich bin im Trampolinpark. Komm jetzt, warum möchtest du versuchen, hier rüber zu laufen? Traust du dich das? Traust du dich? Ja. Komm, Eva, schaffst du es? Ich mache ein bisschen Vorzug, Leute. Sehr gut, Eva. Nein. Oh, das sieht aber akrobatisch aus. Ich gehe mal rüber zu Kahn, Eva. Muss mich hier raus. Ich musste erst mal gucken, ob die geladen ist, aber... Das wäre jetzt so ein Verrat. Mein Claudio ist es. Ich bin es wirklich nicht. Eva. Eva. Das hast du jetzt nicht im Sinn, oder? Nein. Eva, das hast du jetzt nicht im Sinn. Ich bin es wirklich nicht, Eva. Ja! Ja, ich hab gewonnen! Aber Eva hat sich extrem ausgepowert, ne? Also ich bin irgendwie nicht ins Schwitzen heute gekommen. Leute, wie gesagt, das war das erste Video aus einer Reihe diese Woche. Es kommen noch ganz coole Videos, das war jetzt Murder Mystery für heute. Lasst mir ganz viel Mitleid da, ich hab's so gut gemacht. Wie gesagt, schaut auf jeden Fall nochmal in die Infobox. Nochmal danke an Superfly Airsports. Ja, danke. Sehr, sehr cool hier, also wenn ihr aus der Nähe Düsseldorf kommt, kommt definitiv hierher. Gibt's auch noch in anderen Städten. Wir waren ja schon in Bielefeld und auch noch anders, aber hier. Und da kommt was ganz Besonderes. Film mal da hinten hin. X-Arena. Ja, da warst du. Es wird cool. So, eine Runde Mitleid für Eva. Ja. Oh, komm, auf drei. Eins, zwei, drei. Oh. So, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.